So, einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder auf Twitch um 8 Uhr und eine Minute. Und für die YouTuber, ihr dürft auch gerne einen Follower da lassen, ein Däumchen da lassen. Dankeschön. Und dabei haben wir heute Morgen den Hotte. Morgen. Und die Karte ist die Haut Belleron. Wir spielen zusammen mit Konsole und PC. Und wir haben uns einen Auftrag rangeholt zum Pflügen. Schauen uns aber zuerst mal unsere Bäume an, die wir gepflanzt haben. Allerdings ist das eher ein trauriges Feld, weil nämlich bald das Unkraut größer ist als die Bäume, die da draufstehen. Die sind jetzt 3 Tage alt und die sind noch nicht gewachsen. Ich glaube, nach 5 oder so, oder genau nach 3 kommt die erste Stufe, und dann nach 5 und dann nach 10 Tagen. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Guten Morgen vom Komet. Und der haut direkt einen Wassermarsch raus. Dankeschön, Komet. Dir auch einen wunderschönen Mimimi-Mittwochmorgen. Guten Morgen, Opi und alle zusammen von Hotte. Hotte, dir habe ich gerade schon guten Morgen gesagt. Du bist hier. Dankeschön. Erstmal Wassermarsch. Prost! Guten Morgen zusammen von Matze. Matze, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Und guten Moinsen alle zusammen von Dediz, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich Morgen. hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. So, und was haben wir? Wir haben uns den Auftrag hier an Land gezogen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen. Fangen wir erstmal hier an. Feld 27. Gleich geht's wieder arbeiten, Urlaub ist rum. Dann wünsche ich dir eine schöne Schicht. Und die Omi hat ein Stufe 1 Abo erneuert, verlängert. Im 3. Monat. Danke, Omi. Guten Morgen zusammen von Hans-Günther Schmitz. Hans, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. So, nach Feld 27. Wo haben wir den Lümmel denn? Nö, gibt's immer mal ein anderes Bild. Danke. Feld 27, da oben, da müssen wir hin. Das kriegen wir noch soeben geregelt. Wo müssen wir denn am besten fahren? Oh ja, werden wir schon sehen. Und einen guten Morgen zusammen von der Omi. Guten Morgen. So. Oh, der hat auch einen kernigen Sound. Uiuiui. Moin zusammen von Fuzzi. Fuzzi, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Hotte von Komet. Morgen, Komet. Dann fahren wir nach Feld 27. Wunderschönen guten Morgen von Enna. Enna, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin viel zu früh dran. Hallo, was soll denn der Mist? Hörst du mal auf hier? Motor kannst du laufen lassen. Erstmal Prost zusammen, ne? Prost! Mmh.
Guten Morgen, Obi von der Michelle. Michelle, die auch einen wunderschönen Mimimi mitbraucht. Daddy, daddy, daddy. Heute Morgen drama in der Küche, Kaffeeautomat war der Meinung, keinen Kaffee mehr zu produzieren. Oh Gott, Anna. Oh. Hast du die halbe Welt auf Hilfe, Notruf gestellt? Ist ja eine Katastrophe. Wo gibt denn sowas? Dir auch einen schönen guten Morgen. Ah ne, hat dir schon gewünscht. Ah ja, gut. So ist er nun mal. Nein, Wartungsprogramm 15 Minuten durchlaufen lassen, nur ist wieder alles fein. Hast du ein Glück. Aber das am Morgen braucht keiner? Nö, braucht auch keiner. Blödes Wartungsprogramm. So, habe das Ganze auch gemacht. Oh, danke schön. Danke fürs Teilen. Einen schönen guten Morgen allerseits vom Holger. Holger, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Lass mal gucken, ob wir da hinkommen. Um links rum und dann wieder links rum. Hier über die Brücke rüber. Und dann müssen wir wieder rechts rum. Und guten Morgen vom Giftpilz. Giftpilz, ja auch einen schönen Mimimi-Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Nachtruhe gehabt. Gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen, zwar nicht allzu lang. Irgendwann mit 5 Uhr bin ich dann wach geworden. Und da habe ich mir gesagt, nee, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr rumzudrehen, dann ist eh vorbei. Hier dürfen wir rumkraxeln. Um 5 Uhr ausgeschlafen. Oh. Ausgeschlafen ist bei mir noch lange nicht. Oder wäre ich dann liegen geblieben und hätte noch mal einschlafen können? Nee. Das hätte ein Chaos geendet. Ich wollte das streamen. Und wie schon vorhin gezeigt, unsere Bäume sind noch kein Stück gewachsen. Die haben noch gar keine Kollision. So, bitte dreh dich. Jawohl, er dreht sich. Schön. Ich schlafe so circa 10 Stunden am Tag, aber ich habe von gestern noch einen Überhang gehabt. So viel ich weiß, kann man nicht vorschlafen. Das funktioniert nicht.
Hauptsache, du hast gut geschlafen. Egal wie viele Stunden. Wenn es erholsam ist, dann ist gut. Wir sind seit 11 Minuten dran und ich bin schon am Arbeiten. Das ist doch viel zu schnell. Hallo? Was ein Stress hier. Warte, was machst du eigentlich gerade? Ich bin gerade am Probern. Ach so. Und wie geht's dir heute Morgen? Ja. Soweit ganz gut, ne? Das ist ja was. Könnte besser laufen, aber. Ja, besser geht immer, ne? Richtig. Robert, freue ich mich, wenn das stimmt nach 10 Tagen, dass wir dann die Bäume ernten können. Dann geht's erst richtig los. Dann mieten wir uns einen Harvester und dann werden wir alles runterrupfen. Alles. Nein, nicht alles auf einmal. Das dauert ein bisschen zu lange. Aber mit mehreren Mann? Ja, aber ich glaube, ihr habt ja auch Arbeit, ne? Nein, mein Feld ist so weit runter. Nein, zu dem Zeitpunkt, wenn die Bäume reif sind. Achso, ja, müssen wir mal gucken dann, ne? In 10 Tagen. Naja, wer dann Zeit hat, kann ja helfen. Ah, oh, ist das schön. Kaffee, lecker. Daddy, daddy, daddy. Dann war ich dann vorhin nochmal auf der Elm Street gucken. Da habe ich auch keine Arbeit mehr, keine Aufträge, nichts mehr. Da kann ich nur warten, bis die Felder reif sind. Aber da kann ich nicht spulen. Könnte ich zwar schon, aber wenn dann nur fürs Streamen, damit Licht da ist. Ansonsten läuft der ganz normal weiter. Die einzigste Map, wo ich spulen kann, wenn ich lustig bin, ist auf meiner Single Map. Ist zwar auch Multiplayer, aber die kann ja nur ich starten. Aber die ist erst in 2 Tagen wieder dran. Ich schätze, nachher wird der Tobi noch aufschlagen. Wenn er von der Arbeit zu Hause ist. Und der Kevin ist verschollen. Ich habe nichts von ihm gehört. Wie es ihm geht oder sonstiges. Guten Morgen, Hausaufgaben erledigt. Sascha, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und dir geht's vor allen Dingen gut. Ich denke mal aber schon, dass es ihm ganz gut geht. Ich wünsche dir einen ruhigen Tag und schön gesund bleiben da draußen. Ihr könnt auf dem Map die Ostereier suchen, also die versteckten Videospielmodule, wenn ihr Lust habt. Oh ja, das könnten wir eigentlich machen. Wie geht's rum? Bin aber ein paar Mal aufgewacht die Nacht. Das ist nicht schön. Und dann ist der Schlaf nicht so wirklich erholsam. Bin zusätzlich halt 50.000 Euro pro Modul, oje. Nicht wirklich, nein, muss ich durch. Gibt's die auch auf der Multimap? Oder gibt's die nur auf der Single Map?
Nicht wirklich, nein, muss ich durch, ja. Bleibt ja nichts anderes über. Moin vom Flummi. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich spiele Multiplayer Frankreich Xbox. Gut. Wie geht's vom Flummi? Mir geht's gut. Mir geht's gut, der Omi geht's gut. Und wie geht's dir? Kennt der Holger denn die ganzen Dinger? Dann kann er mich ja da durchleiten. Ich habe auf der M-Squid im Multiplayer nur Schweinekühe und Schaffiguren gefunden, bringen aber nur 1000 pro Figur. Ja, aber es gibt ja auch ein 100 von den Figuren, glaube ich, oder sogar noch mehr. Und du musst ganze zusammenhängende Sätze finden. Hey, guten Morgen, Omi, Obi, Gummo, Famus. Vom Nasenwascher dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Figuren pro Tierart. Aha. Ja, wir schicken dir ein Bild in die Facebook-Gruppe, das ist gut. Bin wieder weg, muss arbeiten bis heute Abend. Sascha, lass es dir gut gehen, bis heute Abend. Das machen wir aber dann, wenn gleich auch noch der Tobi da ist. Und wenn wir da was finden, dann können wir dazu ab und zu mal aufteilen, damit jeder was davon hat. Wer natürlich nicht da ist, hat ein bisschen Pech gehabt. Ja, die Dinge habe ich ja gar nicht gedacht, dass die noch versteckt sind. Falls sie überhaupt noch da sind. Daddy, daddy, daddy. Und guten Morgen von der Zeit. Derzeit hier auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, bei euch ist auch alles in Ordnung. Deine Party schon gemacht? Jawohl, habe ich. Danke. Daddy, daddy, daddy.
Der Peter hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Dir auch einen schönen guten Morgen und Dankeschön. Naja, hab was erfahren, wo es uns aus der Bahn geworfen hat. Oh, das ist nicht schön. Morgen. Schön, dich bzw. euch wiederzusehen von Peter. Peter, dir auch ein wunderschönen guten Morgen und Dankeschön. Guten Morgen, Tobi. Tobi, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Obi. Na, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Konnten wir uns auch noch ein bisschen auspowern auf der Arbeit. Oh. War eine sehr schöne Abteilung heute. Ja, wenn wir die Zeit haben, erzähle ich dir dann, so bin auch wieder weg. Bye bye. Jawohl, derzeit, lasst es euch gut gehen. Schön gesund bleiben. Bis heute Abend oder bis denn dann. Was durftest du denn machen? Ja, das nennt sich Einbau bei uns, da musst du da so eine Türen, also für die Türen und Frontklappe und Heckklappe Sicherung einbauen für die Taufbecken. Achso, ja. Ja. So, könnt ihr auch gleich eine Synchro noch geben. Ja, da muss er halt noch ein bisschen zügiger laufen. Ja, ne? Ja. Ja, machen wir. Ja, auch gut. Peter ist der gleiche mit Kurt Peter Förster auf Facebook. Ach so. Aber Facebook ist Geschichte. Hier fängst du mit Peter neu an. Machst du eine Synchro? Ja, halt auch angesagt. Naja, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und Hausaufgaben mag auch gerade. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Peter, dann herzlich willkommen, ne? Hast du den Weg ja hier hingefunden? Synchro. Mhm. Oh, die dauert aber lange. Ja. Also noch ist alles okay bei mir. Wie kommt der klar mit dem LS22? Hervorragend. Ein paar machen hier, ein paar machen da, aber die werden irgendwann schon gefixt werden. Also ich bin hellauf begeistert von dem 22er. Also ich muss sagen, auf der Konsole genauso. Ja, ne? Ja. Bin drin. Guten Morgen zusammen vom Josef. Josef, dir auch einen wunderschönen Mittwoch. So, dann werde ich mal meinen Auftrag weitermachen. Ach ja, stimmt ja, du warst ja noch nicht fertig, ne? Nee, weil ich muss auch mir so ein großes Feld nehmen. Prost zusammen. Prost. Oder sagen wir mal ein großes Feld mit einem kleinen Flug. Ja, Hauptsache was zu tun, ne? Genau. Und diese Map gut? Es gibt nur 3 Maps und wir spielen alle 3. Wir haben leider keine anderen zur Auswahl. Also es sind nicht großartige Vergleiche. Die sind eigentlich in ihrer Art und Weise alle 3 gut. Aber jetzt sind wir gerade zusammen mit den Consoleros
oder ich bin zusammen mit dem Consolerus, also PC und Boxspieler auf einem Server. Und es funktioniert. Ja. Das haben sie zumindest gut hingekriegt. Also Cosplay, jawohl. So, Bilder von Modulfundorten sind oben. Ja, die werde ich mir nachher angucken. Besser gesagt, nachdem ich das Feld hier fertig habe. Sollen wir gleich eine Runde Schatzsuche machen? Können wir auch machen. Aber erst einmal ich das Feld hier fertig. Dann schnappen wir uns jeder einen Trecker und dann machen wir Kolonnenfahrt. Okay. Mit einem dreckigen Trecker oder mit einem sauberen? Das ist vollkommen egal. Hauptsache wir kommen zu den Stellen hin, wo wir die Sachen finden müssen. Können. Also ich kann bloß mit einem Trecker kommen, ich hab den Kerscher. Ich kann dir einen ausleihen. Nee, danke. Man soll sehen, dass ich gearbeitet habe. Meine Freunde spielen die Endcreek. Ja, die spielen wir auch. Wie gesagt, wir spielen alle drei Karten. Die Endcreek nur für PC, die Haute Belleron für PC und Computer und die... Nee, die Endcreek spiele ich alleine. Die Haute Belleron spielen wir zusammen und die amerikanische Karte ist nur für PC. Also die Ellengrad machst du als Singleplayer? Genau, die Ellengrad mache ich alleine. Genau. Die Elm Creek auf PC und die Haute Belleron auf Cosplay. PC und Konsole. Oder Cosplay, genau. Mein Gott, ist das schwer. Unglaublich. Wenn man so eine Hohlbirne... Das hast du aber gerade auch versprochen, ne? Ja, ich weiß. Wenn man so eine Hohlbirne ist wie ich, dann ist das so. Bei PC und Computer ist dasselbe. Küss mir doch die Füße! Kein Problem. Glaub's nicht. Oh, wir haben's doch jetzt noch hingekriegt. Nee. Immer dasselbe. Ja. Immer die Jugend von heute. Frech wie Rotz, nicht echt zu glauben. Darauf muss ich erstmal ein Stück Kaffee trinken. Prost! Prost! Hätte ich es sowieso gemacht. Das üben wir nochmal. Da-di-da-di-da-di-da-da. Und es geht wieder los. Ja, wo? Es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht Spaß sein. Warum denke ich immer an so komische Dinge, wenn Hotte singt? Ich sehe meinen auslaufenden Eimer. Dankeschön. Ja, bitteschön. Bist du wieder nett zu mir? Ja, halt stopp. Wer hat gerade angefangen? Ich nicht. Ja, siehste. Ich bin ganz lieb. Von wem haben wir das gelernt? Nicht von mir. Von Kevin. Oh nee, der ist krank. Den müssen wir in Ruhe lassen. Frankie ist immer schuld. Der war auch schon lange nicht mehr da. Nee, wer weiß, in welcher Ecke der hockt. Mit seinem Schwerlaster. Naja, ich folge vielen Streamern, bin ja nur Zuschauer. Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung.
Was heißt nur Zuschauer? Du bist der Grund, warum die Streamer streamen. Wegen den Zuschauern. Genau. Also macht das Streamen nicht viel Sinn. Und der Peter hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Danke für deinen Follower. Peter. Danke für den Follower. Daddy. Ja. %98. Da bin ich noch weit weg. Schönen guten Morgen zusammen vom Sebastian. Sebastian, dir auch einen wunderschönen Mimimi-Mittwochmorgen. Morgen. Viele M's so nacheinander, ne? Mimimi-Mittwochmorgen. Ja. Ja, ist schon wieder bald Wochenende. Ja. Das geht so schnell. Also für mich noch 2 Tage. Oder 2 Nächte. Ja, du bist aber ein Nachtgeist. Genau. Ich bin fertig. Das wusste ich auch schon vorher. Danke. Bitte. Ja, ich weiß, ich habe eine komische Art, den Menschen zu sagen, dass sie lieb haben. Guten Morgen an alle vom Michael. Michael, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Morgen. Vor gestern Abend wurde ich wieder mal einen besseren belehrt, wenn man was fragt, erhofft man sich eine Antwort, aber bei den Streamern hat es wohl nicht nötig. Es kommt drauf an, wie viele Leute da sind, Peter. Jetzt bei 23 Zuschauern geht das alles noch, aber wenn du 1000 oder 1500 hast, dann ist das unmöglich, alles zu beantworten oder auf jeden zu reagieren. Das funktioniert dann nicht mehr, das wird dann auch bei mir nicht mehr funktionieren. Wenn die Anzahl zu groß ist und zu viele schreiben, das haut nicht hin. Auch ich überlese Sachen und ja, bei mir liegt es meistens daran, weil ich ein Klotzkopf bin, aber das ist was anderes. Es sei denn, du hast noch vernünftige Mitspieler, die den Chat vielleicht auch mitlesen. Ja. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Das kann auch nicht jeder. Daddy. Es gibt aber auch Streamer, die reagieren auf gar nichts. Oder lesen nur das vor, was sie gerade lustig finden. Ja. Mehr war gestern Abend auch nicht, also 20 gleich am Beginn. Dann hat er wohl keinen Bock gehabt. Er hat eben so einen sehr familiären Charme. Dankeschön. Bei mir war ja auch schon immer die Devise, der Chat geht vor. Der hatte nie Bock. Kann passieren. Es gibt so viele andere Streamer, wenn der eine nicht will, dann sucht man sich einen anderen, ne? Genau. Es gibt ja eine sehr, sehr große Auswahl, also überhaupt kein Problem.
Wer springt denn da übers Feld? Otte, was machst du denn hier? Du gucken. Warum guckst du zu? Hast du nichts zu tun? Nee, ich bin fertig. Wie, du bist fertig? Gibt's keine Aufträge mehr, oder was? Doch. Otte, faules Huhn? Wo machen wir uns den gleichen Treffpunkt? Ich würde sagen, beim Händler. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Aber erstmal habe ich das Feld ja fertig. Ja, dauert da auch noch bei dir ein bisschen. Oh ja. 2-3 Minuten. Dann gebe ich auch Schatzsuche. Leider sind die anderen nicht mit dabei. Dann haben sie Pech gehabt. Wenn nicht da ist, ist nicht da, ne? Ja. Na, ich weiß nicht, ob Anja schlafen tut oder ob sie heimlich zuguckt. Nee, die hat vorhin war sie hier und hat dann gesagt, sie legt sich nochmal hin. Okay. Steine lesen brauche ich nicht, ist nicht mein Feld, das ist ein Auftrag. Da gibt es nichts mit Steine lesen. Aber wir können ja alle zusammen, oder einer nimmt die nur auf, die ganzen Dinger. Und der kann dann den anderen, wenn die da sind, die dann teilen wir das Geld alles auf. Das können wir auch machen, ja. Wenn wir alle finden, dann hat jeder was davon. Teilen wir das durch alle Parteien, die jetzt einen Hof haben, und dann ist gut. Das war falsch. Was müssen wir denn suchen? Versteckte Gegenstände. Okay. Kannst auf deine Single Map auch machen. Mhm. Der Holger war so lieb, hat mir ein Foto geschickt auf Facebook, wo die Dinger verzeichnet sind. Ah. Dann können wir die gleich alle abklappern. Aber ich finde es so klasse, wenn Steine lesen, ist wie im echten Leben. Ja, kommt auf die Regionen an. Ne? Es gibt Regionen, da sind sehr viele Steine im Boden, und Regionen, da ist fast gar nichts drin. Dabei kommt der ganzen Sache schon sehr nahe. Jetzt hängt das wieder. Und, so wie ich herkomme, sind die Landwirte steinreich. Ja, aber nur an Steinen. Ja, das haben die Ärzte bei meiner Oma auch damals gesagt, mit ihren Nierensteinen. Ja, steinreich. Kannst hier nur nichts von kaufen. Nee. Oh, die Schlümpfe, oh ja, geht Schlümpfe kommen. Gar nicht gut. Nach 40 Minuten schon Schlümpfe. Uiuiuiui.
Falls gewünscht, können wir euren namens Io gern die anderen Maps später noch reinstellen. Oh, Dankeschön, Io. Das wäre schön. Dann könnte ich auf den anderen Maps nämlich dasselbe machen und dann kriegen alle was davon ab. Außer auf meiner Single Map, da kriege ich alles alleine. Mein Schatz. Das wäre schön, Io. Das heißt also, ich soll Io sagen und nicht Holger. Na gut, Io. Dann bist du jetzt ein Io. Ein Io, den gibt es nie im Trio. Guten Morgen zusammen von Pascal. Pascal, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Pascal. Morgen. Ja, allen einen wunderschönen Mimimi-Mittwoch gewünscht. Mimimi. Jeder Tag ein schöner Mimimi-Tag. Die kleinste Violine der Welt. Ja. Ups. Du nennst mich doch sonst auch Io. Ja gut, Io. Na? Ach. Soll ich mal was sagen, Io? Ich hab dich mit dem Holger verwechselt. Ja, Io. Ach, ja. Io und die Herr der Ringe. Ja, ich bin. Siehst du? Ist klar, dass Schlümpfe da sind bei so einem Blödsinn, dachte ich mir fast. Klasse. Na, Mami, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung, Io. Ich hab dich mit dem Unsamweis. Ja, sag ich doch, die Herr der Ringe. Die gute Gamschi. Mann. Guten Morgen, Opi. Dann versuchen wir nochmal neu, nochmal zurückspulen, alles auf Anfang. Hab ich mir wieder ein Fettnäpfchen hoch 10. Und wer tritt rein? Das komische alte Ding. Das kann nur Tobi schuld sein. Das kann nicht an mir gelegen haben. Nein. Halt alles von Hotte. Was? Hotte nix schuld. Alles gut, wir hatten Spaß. Ja, das glaube ich. Ihr hattet was zu lachen und ich habe die Blamage hoch 10. Dankeschön. Den habe ich auch verstanden. Immer dasselbe. Ach. Ich habe nur eine Bier getrunken. Einen guten Morgen gewünscht vom Patrick. Patrick, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Patrick. Ich hoffe euch, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Ich hoffe, bei euch ist soweit alles in Ordnung. Das könnte noch klappen. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Patrick. Da ist er ja. Na, alles fit? Sag einfach ja. Ich sitze momentan noch auf Nadeln, sagen wir es mal so. Ja. Deswegen wusste ich gerade nicht, was ich fragen sollte. Alles gut und sonst, wenn du das Kind beim Namen nennst, ist mir auch egal. Nee, deine Sache hier und hat das nichts zu suchen. Und bei euch? Alles super. Ja. Omi fit. Ich fit. Kommst du auch auf die Karte? Abgesehen von dem, dass du irgendwo in einen Fettnapf getreten bist. Ja, ich habe den Io gerade verwechselt. Unseren Landwirt. Okay. Io und Samwise. Habe ich mir voll eine eingefangen.
Ach so. Und ich denke mal, das hat denen allen gefallen. Die haben das große Lachen gehabt und ich habe das große Füße sauber machen gekriegt. Weil ich in den Fettnäpfchen getrampelt bin. Besser gesagt, das war schon so ein Hülletrog. Oh. Die lachen sich noch kaputt. Das ist das Schlimme. Multiplayer Spiel beitreten. Gehst du dann gleich mit auf fährst du mit? Wir wollen gleich eine Rundfahrt machen. Sobald er das Zeugs findet, auf welcher Seite ihr? Wir sind auf Haute-Pelleron. Ibims, das Obi. Oh, Pelleron. Und dann lassen wir den Tobi die ganzen Sachen einsammeln. Weil der ist ja Consolero, der spielt ja meistens hier. Ja. Und dann, wenn wir alle gefunden haben, dann wird die Summe durch alle Höfe aufgeteilt. Moment. Stresst mich nicht morgen zu früh. Kein Stress? Ich bin gestern Morgen um 20 vor 2 ins Bett und um 7:30 heute Morgen wieder wach. Oh. Hast du Kamera bei uns? Big Obi is watching you? Nein, aber ich kann mir das vorstellen. Ich würde mich auch kaputt lachen. Irgendetwas frisst er mir noch nicht. Moment. Oh, leck mich am Arsch. So ein schönes bisschen Schadenfreude ist doch was Herrliches, Io. Wird wohl eine Synchro geben. Ja. Okay. Okidoki. Zuerst hat er, es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden, habe ich gedacht. Nee, nicht schon wieder, ey. Ja, ist Standard. Ja, morgens geht das ja doch, aber spät nachmittags, abends, da versuche ich es gar nicht. Ja, das habe ich ja mitbekommen, abends will er nicht. Ja, ich bin noch kurz abgehauen. Jo. Okay. Dort. Und Io, ich brauche wahrlich bei euch keine Kamera. Ganz im Ernst, ich baue jeden Tag so viel Schwachfug, da muss ich euer nicht dabei auch noch sehen. Nee. So, was war jetzt geplant? Schatzsuche? Oh, ich muss dich leiser machen. Boah, was knallst du mir ins Ohr? So. Knalle die Knall, Knall. So ist besser. Was ist dann gesagt? Schatzsuche? Ja, langsam. Nicht so schnell, junger Mann. So, und moin von Tigerix. Dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Guten Morgen. Was heißt eigentlich AFK? Away from Keyboard. Dass du nicht an der Tastatur bist. WB. Hallo Tiger und WB. Wir haben gleich vor, Schatzjagd zu machen. Aber jetzt mal noch Und wir treffen uns dafür, jeder mit einem Fahrzeug beim Händler. Eine klitzekleine Frage. Ja, bitte. Wir sagen doch eigentlich, wenn jemand geht, sagen wir doch eigentlich BB. Bye bye, ja. Und wenn jemand kommt, sagen wir doch eigentlich WB. Ja, WB. Genau. Welcome back. Okay. Genau. Ja, ja. Ich verstehe das immer irgendwie. Ja, egal. Du, verkehrt herum. Beim Händler? Ja. Ja, mach keinen Stress. Ich bin mit meinem Feld noch nicht fertig. Ja, ich stress nicht. Ich bin der Stress. Hallo zusammen von Anja. Anja, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Anja. Beim Shop. Ist denn der Shop? Hat er ein Symbol? Doch, hat er. Bäckerei. Nee, ich muss nicht zur Bäckerei. Ich will zum Fahrzeughändler besuchen. Du müsstest aber noch deinen Trecker holen vom Feld.
Das ist ein Auftragstrecker. Ja, ist egal. Dann fahr mit dem, ist ja egal. Okay. Wir fahren ja nur alle gemeinsam hin und suchen das Ding. Und Tobi sammelt die alle ein. Und was sollen wir suchen? Das werden wir dann sehen. Bin ich Hellseher? Kann ich über Wasser gehen? Ja. Verschiedene Gegenstände. Aber was für Gegenstände kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt kann sein, dass hier Käse liegt. Käse meine ich, liegt hier. Ja, irgendjemand hat was von Käse mal geschrieben, auf der Warte. Käse mit Löchern? Dann ist das ein Schweizer Produkt. Scherzkriegs. Alte Konsolen-Spielmodule, aha. Spielmodule für alte Konsolen, diese Steckmodule. Autsch. Aber ich habe ja vom EO eine Karte geschickt gekriegt auf Facebook. Die werde ich dann gleich aufmachen. Dann wissen wir, wo die Dinger liegen. Dann fahren wir da hin, Stück für Stück, und sammeln die alle ein. Dann haben wir alle ein bisschen Geld. Wir werden auf alle Höfe verteilt. So ist das. Wird keiner benachteiligt, weil er zum Beispiel arbeiten muss oder sonstiges. Sucht ihr nicht diese Kräuterzuckerli? Nein, die suchen wir nicht. Meint da jemand Ricola? Ricola. Ricola. Wer hat's erfunden? Habe ich eigentlich noch Sopi. Habe ich eigentlich noch Dauerwerbesendung drin stehen? Nee. Oh oh. Also ich sehe jedenfalls nicht. Ich sehe es auch nicht. Wer hat's erfunden? Die Ägypter. Sie spinnen, die Römer. Aha, der Patrick hat's erfunden. Aha. Wäre mir zwar was Neues, aber ja. Ab und zu erfinde ich zwar was. Ich weiß nicht was, aber egal. Erfinde ich überhaupt noch den Weg zum Shop? Wenn nicht, lass auch einen Helfer fahren. Nee. Mach ich selbst. Ich hab da so einen genialen Marseille. Alfred Zockt hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rolato Raudis. Danke für den Follower und einen wunderschönen Mimimi Mittwochmorgen. Guten Morgen, Alfred. Also weiter gewiss wurde eigentlich Patrick gefunden. Und moin, hau da rein. Jo, moin, Alfred. Moin. Guten Morgen, ich hab den Shop gefunden. Trulla, 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 la, trulla, 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 la. Mami. Der kleine Schweizer ist da. Trulla, 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 la. Ja, oh Gott, wieder da. Hätte WB. Wieso WB? Hä? Ich hab... Ach, kommt, ne, Leute. Selbstschuld. Patrick, trink am besten erstmal einen Kaffee. Dafür steht ja eine halbe Tasse vor mir. Ja, oder versuch's mal mit zwei, drei Kannen. Ne? Immer so. Nee, Moment. Ich hab eine halbe Tasse Kaffee da. Ich hab einen Red Bull da. Ich habe irgendwie links von mir habe ich noch mein Fresstischlein. Ich habe da noch so Capri-Sonne. Also meine lieben Zuschauer, ich brauche mal einen Wassermarsch. Mir klebt schon die Schnüsse zusammen. Boah. Ich will. Ist mir egal, wer. Wer zuerst macht, der macht es. Ja, Patrick hat einen Wassermarsch gemacht. Dankeschön. Guten Morgen euch aus der Schweiz von... Piroschka, dir auch einen wunderschönen Mimimi Mittwochmorgen. Oh, hallo, ein weiterer Schweizer oder Schweizerin? Ja, Piroschka ist eigentlich weiblich. Piroschka wäre ja eigentlich weiblich. Mhm. Guten Morgen. Grüezi aus der Schweiz.
Jetzt kann ich Schweizerdeutsch labern. Eigentlich müsste ich das Kack-Handy wegschmeißen, ey. Prost! Zum Wohl! Oh. Technik, die nicht begeistert. Wer ist den Kaffee nicht danach? Um den Wasser. Oh ja, oh ja, Entschuldigung, ich bin ja schon dabei. Sag nicht gleich Blödmann zu mir. Ja, der ist auch gleich leer. Was, Kaffee? Bin mal kurz aufklären. Okay. Das bedeutet, wir lassen den Helfer fahren. Ich brauche nur einen Kaffee. Helfer an. Hallo? Helfer putt? Nee, Helfer nicht putt. Helfer an. Helfer fährt. Bis gleich, eben Kaffee holen. Jo, bis gleich. Gleich. Ah ja. Und Patrick, muss er heute nochmal raus? Ich weiß gar nicht, hast du das gestern mitbekommen? Nee. Es gibt da so ein bestimmtes Thema, das wir eigentlich online nicht ansprechen gerne. So, da bin ich später. BB. Und da das bei uns relativ drunter und drüber geht, was das anbelangt, bin ich momentan zu Hause. Achso, okay. Zwangspause. Ansonsten, wenn du da was Näheres wissen möchtest, müssten wir das dann mal privat off-stream klären, wie wo was. Ja, aber kann mir den Rest denken. Also. Ja, alles gut. Fragen kann man ja. Ja. So, dann frage ich doch mal da bei Piroschka nach, von wo aus der Schweiz? Die Schweiz ist ja so groß. Aber eigentlich funktionieren die Helfer relativ gut. Ja. Was haben sie? Ach, sehr. Das haben die eigentlich gut hingekriegt. Ja. Und aufs Schluss keinen Flug hinten dran haben. Ja, ich finde jetzt momentan da Kanton Aargau. Okay. Ja, aber auch wenn es ab und zu noch so kleine Sachen gibt, im Großen und Ganzen. Haben sie super, ich auch mit den von A nach B fahren oder die Lok allen. Sieht zwar teilweise lustig aus, aber. Ja. Also wirkt das, weil auf meine Single Map das erste Mal gemacht hat, hat der Helfer meinen Trecker im Fluss versenkt. Oh, gleich so. Und das von der Brücke aus. Über dem Brückengeländer drüber weg und dann ab im Fluss. Wieder da. Baby. Danke. Bitte. Kanton Aargau. Ja? Kann ich sehr viel mit anfangen. Gar nicht. Aber ja, du, ich hab. Aber du bestimmt, ne? Ja. Ich hab Piroschka gefragt, aus welcher Ecke das sie oder er stammt. Dann kam die Aargau. Kam die Antwort Kanton Aargau. Guten Morgen zusammen vom Zwerg, samt Kaffee. Zwerg, dir auch einen wunderschönen Mimimi-Mittwoch. Hallo Zwerg. Bei uns sind ja die Kantone wie bei euch die Bundesländer. Jo. Einfach um einiges kleiner. Ja. Grüß dich Zwerg von Anja. Zwerg Baby Opi, danke. So, jetzt können wir wieder selber fahren. Ich dresche da noch beim Auftrag ein bisschen weiter, das geht ja, Anhänger steht auf dem Feld.
Ja, mach der doch. Drescher O. Drescher kann dreschen. Fahr. Arbeitsverweigerung. Und dies an einem Mittwoch? Naja, irgendwie wollte er nicht. Ach ja, übrigens, heute dürft ihr ja das erste Türchen aufmachen. Ich habe keinen Kalender. Hast du keinen? Nein. Soweit sind wir ins Weihnachtsgeschäft noch nicht eingestiegen. Die Omi ist schwer dabei, hier Stimmung reinzuzaubern. Das haben wir ja wegen den Hunden die letzten Jahrzehnte nicht gehabt. Mhm. Ich hab zwei. Oh, du hast zwei? Ja. Fresssack. Und soll ich da jetzt jemand neidisch machen? Nee, hast du gerade schon, Blödmann. Danke für dein Kompliment. Ja, warum machst du mich jetzt neidisch? Der eine ist ein Porsche Oldtimer Tracker Adventskalender. Der ist so gemein, der Kerl, ne? Und ja. Der zweite ist vom Revel, der Deutz D30. Der ist noch gemeiner. Der Erwin haut einen Moin raus. Erwin, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Erwin. Ich bin nicht gemein. Nein, du treibst mir nur mit einem Grinsen unter der Nase. Nein. Ja, aber das sieht man bis hierhin. Weil die gerade sagen, Grinsen sieht man bis nach Deutschland. Ja, zum Glück habe ich noch zwei Ohren. Ansonsten würde mein Grinsen momentan rundherum gehen. Ja, da ist es wieder. Gemeinschaftliches OPR-Land. Das freut sie alle. Ich weiß gar nicht warum. Was macht der denn? Moin Moin aus der Lüneburger Heide vom Jan. Jan, dir auch einen wunderschönen Mimimi-Mittwochmorgen. Und schöne Grüße zurück aus NRW am Niederrhein, da wo jeden Freitag die Erdachse geölt wird. Moin Jan. Guten Morgen. Tobi hat den Server verlassen? Wieso Tobi? Rausgeschmissen? Ja, ich stehe. Hallo Anja und Zwerg von Josef. Das ist nicht schön. Fang jetzt nicht an rumzuzicken, Tobi. Nee, ich nicht. Naja, das sagen sie alle, ne? Hallo Josef. Daddy, Daddy, Daddy. Josef, der Gerüst von Anja. Schuppenpolli. Hab ich gar noch nie groß gesehen. Hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator. Raudis, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Und Dankeschön für den Follower. Hallo. Geh hoch. Der hat leichte Funktionsstörungen hier. Der ist ja nicht. Der ist ja fast so wie ich. Der. Infolge eines technischen Defektes. Jo, ich glaube, ich fliege auch raus. Wir haben heftige Probleme. Ich höre mich noch? Ja, ich höre dich noch. Aber ja, hören tue ich dich auch, aber ich bin weg. Ich auch. Ich bin auch rausgeflogen. Also ich bin noch dran. Schuppoldi, moin moin, schöne Grüße zurück vom Niederrhein. Danke für deinen Follower. Hört zu, ich willkommen. Guten moin, Morgen aus der Schwarheit. Dann versuchen wir das Ganze wieder. Genau, ich bin schon dabei. Fängt das jetzt schon morgens an, das ist aber nicht schön. Ja, ich höre euch noch, nee. Das ist gut. Man sieht dich auch noch, das ist auch gut. Und Tigritz hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Auch dir einen wunderschönen Mimi Mittwochmorgen und danke für den Follower. Mupf, die Player. Dann versuchen wir es auch. Willkommen im Altenheim. Da ist Hallo. Starten. Jaha. Müsste kleine Synchro sein. Ja. Komm, du dai, du dai. Naja. Müsste gleich eine Synchro sein. Du dai, du dai, da. Du dai, die. So, ich bin wieder drin. Du liebe Synchro, du Synchro, du Synchro, du. Oh, du liebe Synchro, du. Ich bin jetzt drin.
und Start. Der Motor, da sind wir ja wieder alle drin. Der Motor läuft sogar noch. Ja, meiner fährt ja noch. Nee, meiner stand. Samwise hat eine Stufe 1 Abo dagelassen im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank der gnädigen Dame. Dankeschön für dein Abo. Danke, danke, danke. Moin, moin, sorry, wie immer kann ich nicht zu Hause, weil ich jetzt auf Arbeit muss. Wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, gesund bleiben. Danke. Steffen, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Lass es dir gut gehen auf der Arbeit. Tu nicht so viel. Bis heute Abend. Und danke fürs Reinschauen. Das macht dir jeden Spaß. Viel Spaß. Bei allem, was du tust. Und sagen wir jetzt danke für dein Abo. Steffen, grüß dich. Bis heute Abend. Von Anja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich habe auch gehört, Pläne zu schmieden. Bringt sowieso ich nichts. Auch. Immer bin ich mir was vornehme, geht dann in der Hose an. Moin, moin, Robi und den ganzen Rest. Ich hoffe, es geht euch gut vom Klaas. Klaas, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Bei uns ist alles in bester Ordnung, bei der Omi und mir. Ich hoffe, bei euch auch. Guten Morgen, Opi, Tobi, Hotte und Patrick. Vom Holger, da ist der Holger. Siehst du, den habe ich vorhin schon... Ich erzähle besser nicht, nein. Dir auch einen wunderschönen Mimi-Mittwochmorgen. Guten Morgen, Holger. Morgen. Cannibal Smith, jawohl, an. Ach so, Holger. Holger und Hotte, ich nehme mal an, Opi hat die beiden verwechselt. Nein, nee. Ich habe den Io mit dem Holger verwechselt. Ach so, die beiden. Und habe mir natürlich die direkt dafür eine richtig eingefangen. So auf, eine schöne kleine Bratpfanne. Nö, nicht so auf der Art von wegen auslachen und sich kaputt lachen über den Opi, ne? Diese Art und Weise. Na geht so. Das war das Thema mit dem Fettnäpfchen. Bin auch krankgeschrieben. Aha, du bist krankgeschrieben. Bin die Woche. Angeblich diese Woche krankgeschrieben. Bin die Woche krankgeschrieben. Nicht gut. Nee, gute Besserung. Ja, ich hab's auf dem Tablet gesehen vorhin. Dann hat sich noch einer kaputt gelacht. Klasse. Das war ein Allround-Fettnäpfchen. Wie sagt man so schön? Lachen soll gesund sein. Danke, bitte, bitte. Ja, genau, gute Besserung. Sorry, das vergesse ich immer, ne? Ja, solange sie über mich lachen, ist das ja in Ordnung. Ich kann damit Lazio umgehen. Lazio fahren, gute Besserung. Gute Preise. Gute Preise, gute Besserung. Lazio fahren, da werden sie geholfen. Ach nee, das war ja Verona Pot. Mit irgendeiner Auskunftswerbung. Ja, ich weiß. Oh Mann, und ich hab's verpasst. Anja, es ist wahrscheinlich das. Sorry, Opi. Ist alles auf Video, Anja. Was wolltest du loswerden? Das ist ja das Erstaunliche oder das, was eventuell die einen oder anderen erstaunt, dass ich als Schweizer so viele Sachen von Deutschland oder deutscher Werbung und dem ganzen Gedöns kenne. Mit der 11833? Klaas, was ist das denn für ein Ding? Ja, ich glaube von der Werbung mit der Verona Pot Auskunft, da werden sie geholfen. Ja, ja. Das ist eine Auskunftsnummer, ja. Gibt's die überhaupt noch? Keine Ahnung. Dann bin ich jetzt nicht allein, der KZH ist. Ist das ein Autokennzeichenswerk oder was soll das sein? Kommt mir doch nicht mit Abkürzungen, wisst ihr doch genau. Ihr guckt doch schon krank genug zu Hause. Krank Opi. Zu Hause, ach so. Ah. Dann wünsche ja, ich auch. Ja, sorry, ich bin in der Hinsicht relativ schnell. Oder keine Ahnung. Ach, und dann wünsche ich dir auch gute Besserung. Sascha, wünsche noch einen schönen Tag und immer sauber und gesund bleiben. Sascha, haust du schon wieder ab?
Hallo, mit dir los. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lass ich dir gut gehen. Ja, dann einen schönen Tag, Sascha. Schön gesund bleiben. Krank zu Hause, ja. Ich hab's auch geschnallt. Heißt nicht 11, sondern 11 nach 33. Jetzt fängt der nächste an. Hallo? Na, der war immer noch auf die Ohren. Hab ich irgendwo auf der Stirn stehen heute Morgen? Mach den Opi nieder? Nee. Fiese Socken heute unterwegs. Ich glaub's ja gar nicht. Warum sagt er sowieso 11? Ich sag 11. Macht's gut, Famis. Sascha, ich wünsche einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Ja, Randale-Hupe. Und Sascha, grüß dich von der Anja. Bis heute Abend, Sascha. Büsikowski. Danke fürs Reinschauen. Ciao, ciao, Bella. Oh, oh. Jetzt wird's anders. Tobi? Ja? Hast du da irgendwo irgendetwas, ja? Nö. Guten Morgen, Anja von Holger. Ja, hätte ja irgendwie... Na, nee. Nein. Guck Kino, lass nach. Hundewelpen, Hundewelpen. Ah ne, Katzenwelpen, Katzenwelpen. Warum jetzt plötzlich Katzen? Ist 11.6, 11.7 nicht eine Tankstelle? 11.6? Keine Ahnung. Ich kann, weiß nicht. Ich kann's, weiß nicht, hä? Ich kenn's nicht. Achso. Oder soll er Schweizerdeutsch laben? Nein. Nee, warum nicht? Weil ich ja nichts mehr verstehe. Habe ich den Auftrag jetzt fertig oder nicht? Hör doch auf, was machst du denn hier? Lass das. Ist der Auftrag fertig? Abgeschlossen. Warum sind die ganzen Aufträge grau? Keine Ahnung. Jetzt nicht mehr. Aha. Also doch, die sind alle grau. Die muss ich auch anklicken, nur Depp, dann werden sie blau. Mann, ja. Jetzt ist mein Trigger weg. Das ist gar nicht gut. Oder du hast auch noch einen an deinem Platz zu stehen. Ja, ich habe noch einen, aber jetzt muss ich mir einen. Oder er verschafft sich einen neuen Auftrag. Ich habe noch einen am Laufen, aber ohne Material. Ach komm, ja, lass die Hälfte stehen. Gut, das kennt die Schweiz nicht, aber 11, 61, 17, Krankenärztliche Bereitschaftsdienst, Werbung, 2 Helden, 11, 6, 11, 7. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. So, ich fahre jetzt zum Händler. Jo, bin auch auf dem Weg. Händler. Und dann werde ich mal das Foto aufmachen. Händler. Und das auf den anderen Bildschirm schmeißen. Tobi, bist du schon fertig? Ja, kommt mein Auftrag fertig. Ja, wow. Ich glaube, der Tobi ist schon seit Jahrzehnten fertig. Also theoretisch gesehen noch 2 Bahnen abladen, verkaufen gehen, dann sollte dieser Auftrag auch abgeschlossen sein. Ich stehe auch am Händler und fahre auf meiner Karte mit. Tja. Wenn du hier wärst, ne, dann hättest du auch hier mitfahren Tobi können. Tobi hat den Server verlassen. Nein, Tobi. Ja,
Er hat er doch gesagt. Achso, ich hab Opi verstanden. Oh, komischerweise, mein Flug klingt noch. Jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, mein Flug klingt noch. Guten Morgen zusammen, mein Steuer ist fertig. Dieser kommt diesmal in Pack als Diesel, Methan und Elektrovariante. Lass ihn von Corner vorstellen und werde ihn am 5.12. veröffentlichen als Nikolausgeschenk für die Community. Nice. Das finde ich gut. Mhm. Nice. Und dir ja, auch dann hoffen wir doch. Und dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Kultiki. Was? Hoffen wir denn, dass er das schafft? Könnte kleine Synchro geben. Ja. Tobi? Ja. Ich bin noch bei dir angestellt, ne? Ich konnte gerade in deinen Trecker einsteigen. Da muss ich hin. Du kannst in meinen Trecker einsteigen, obwohl ich drin sitze? Ah, nee, ich kann ja nicht drin sitzen, bin ja raus. Synchro. Synchro. Ich bin mal kurz im Fliesenlager. Mach das. Jo. Bring ein paar schöne Fliesen mit. So, dann ist... So, ich werde das mal in der Slow-Gruppe veröffentlichen. Weil. Ich dürfte gespannt an diese Leute. Genehmigen. Ich habe das Problem, wenn ich jedes Mal nach links und rechts gehen will mit der Maus, muss ich jedes Mal raustappen. Also müsste irgendeiner von euch die Führung übernehmen. Dann würde ich mal sagen, der Patrick macht das. Der ist schon länger dabei. Ja, Moment, ich schau gleich. Ihr dürft gespannt sein, diese drei Versionen erhalten. Wieder eine riesen Auswahl an Konfigurationen, das ist schön. So, Moment. Ich hoffe, der hat einen super geilen Sound. Ganz wichtig. Animationen und Sound, das ist das, was. So, Moment. Dann muss ich mal schnell. Da. Facebook, einen neuen Tab öffnen. So, dann müsste das irgendwie, irgendwo Gruppen, da ist Laugruppe da. Hin. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen gewünscht, lieber Opi. Kurt, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Ein Mimimi Mittwoch. Guten Morgen, Kurt. Du verkratzt mir nicht gerade meine Motorhaube, ne? Und hör auf, da drauf rumzupinkeln. So, ich wäre ja noch soweit bereit. Nur ist die Frage, ob ich dann noch mitfahre. Ich bin auf dem Weg, bin gleich da. Jo, sag dann doch mal, wann ihr bereit seid. Also ich bin hier am Warte. Potte ist hier und wartet, jetzt brauchen wir nur noch auf den Tobi, der ist gleich da. Tobi zu warten. Die Diesel- und Methan-Variante hat den Sound von Case, der Elektro den Sound von Richtrek. Vorerst in der Version 1.0. Ach so. So, jetzt muss ich mir erst eine basteln, bevor hier alle losstürmt wie die Wilden, ne? Jo. Würde ich sonst mal sagen, machen wir doch 3 und 3. Was, 3 und 3? Ja, ich habe ja die Bilder vor mir. Ja. Ich komme eigentlich und sage, wenn das genehm ist, dem Tobi ein Ei
dem OP1 und dem eben ja. Siehst du, genau. Wenn du vorhin zugehört hättest, was ich gesagt habe, dass alles der Tobi einsammelt, damit er das danach von jedem das Geld geben kann. Ja. Das geht nicht, wenn wir uns das alles einzeln nehmen. Okay. Mein Kumpel ist dabei krank und kommt. Auf welche Geschwindigkeit besser fahren geht. Wir denn? Opi seine Geschwindigkeit. Ja, und die wäre? Naja, wir fahren am Konvoi. Fahr einfach hinterher. Seid ihr dann soweit bereit? Wir warten nur auf dich. Also, Nummer 1. Ist wo? Es sein, neben dem Observatorium, hinter der kleinen Hütte. So, geht auf mal 4, 129-70, oder wie? 129-70. Ja, das ist toll, wir haben keine 129, aber eine 70 haben, oder? Ne, auch nicht. Ist das überhaupt das Richtige? Ja, das ist das Erste. Müssten wir mal schauen, wo ist das Observatorium? Uwe? Kaffee? Gute Frage, nächste. Ich vermute das in Koordinaten. Aber wir haben doch kein Koordinatensystem. Da kannst du nur, wenn du jetzt mit Helfer fahren würdest, kannst du Koordinaten eingeben. So. Aber wenn wir doch mal auf der Karte das Observatorium suchen. Ja, das ist ja nicht ausgeschildert, deswegen. Das ist ja nicht, oder mehr sagen, bin ich beschrieben. Ziel setzen. Jetzt habe ich auch keine Koordinaten. Nee? Stimmt. Okay, bei mir steht jetzt aktiver Helfer. Warum aktiver Helfer? Neben dem Observatorium hinter der kleinen Hütte. Wo ist zum Henker das Observatorium? Also, drück mal auf Job starten. Aha. Job erstellen. Und dann zeigt dir doch an. Ja, genau, Job erstellen, genau. Und dann auf freie Fahrten. Dann hast du ganz unten Zielposition, da stehen dann die Koordinaten. Ich weiß aber nicht, ob man die manuell eintippen kann. Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Guten Morgen, Zahlen sind die Koordinaten des Observatoriums ganz oben links vom Samweis. Aha. Ah. Dann gehe ich erstmal hier raus aus dem Ding, ganz oben links. Das dürfte das Runde sein, ne? Genau. Dann werden wir mal eine Kreiselfahrt machen. So, wo stehen wir denn? Wir fahren erstmal hier lang. Hä? Ich kann die Bahn. Motor aus. Dann muss man Motor starten. Zambais, Dankeschön. Wir haben Unterstützung. Links. Würdet ihr nicht so schnell fahren da? Hallo? Bist du auch hinten dran? Ja nicht mehr. Ich komme auch. Wehe, irgendeiner fährt mich platt mit euren dicken, fetten Monstern. Ich habe nur so ein kleines Töpf. Bin da. Da fahren noch die gewissen Leute mit ihren Palabralampen. Ich habe nicht mal solche Dinger. Nee. Ich hab meine Augen. Als Konvoi muss man die anmachen. Richtig. Ja, dann müsst ihr mich zwischendurch lassen, ey. Ja, dann komm doch. Ja, ich komm ja, wenn das Teil. Das Teil fährt ja nur 39. Ach so. Der fährt nur 39? Ja. Soll ich dich anschieben? Ich klebe ja da schon jemandem am. Ach so, da unten sind die Koordinaten auf der kleinen Karte. Jawohl. Ah. Dankeschön. Ey, fahren wir niemand. Wen habe ich hinter mir, Tobi? Hotte, nee, Hotte.
Ah, Hotte, fahr mir nicht in den Hinterteil, das tut weh. Geht denn an der Dreck auch holen? Ja, ihr wollt ja nicht sagen, dass ich die langsamste Kiste hab von allen, ey. Doch. Doch. Oh. So, müssen wir die zweite rechts rein. Weil das hat 53. Die nächste rechts ab. So, wisst ihr was? Der langsamste fährt jetzt vor und ich kann hinterher fahren, dann sehe ich euch nämlich alle. Aber nicht zu schnell, hallo, nicht zu schnell. Langsamer, warten, wir müssen erst wieder aufholen. Na. Am besten machen wir so ab 30. Nee, das macht mir Angst. Drei Stück von hinten. Nein! Autsch! Was du, wir schieben mit. Oh Gott. Was ist deine Maximalgeschwindigkeit? 39. Warte, ich muss sie mal eben einstellen. Aha, 39. Wenn ihr mir sagt, wohin das ich muss? So, du musst erstmal den Weg weiter hoch. Nach ganz oben links in der Ecke ist ein runder Kreis. Ah, da in diese... Bleib stehen, du bist viel zu weit weg. Bleib stehen. Da fehlt doch noch einer. Wo ist denn der? Ja, bin hinter euch. Herrlich, dieses Bild, herrlich. Deswegen fahre ich ganz weit hinten. Den Chaoten hinterher hier. Das gibt schöne Bilder, ey. Und kein Pressesprecher da. Oh. Ist doch alles auf Video. Ja. Also irgendwo links weg. Ja, irgendwo müssen wir links rum. Dann gehen wir doch da mal links. Ich fahre jetzt einfach mal so nach Handgelenk mal Pi. Das ist ganz links in die Ecke, wo dieser Kreis ist. Ja, da ganz oben irgendwo. Also die Nick. Da müssen wir, glaube ich, rechts. Mal rechts hoch, rechts hoch. Dann müsste das da jetzt. Genau. Da hoch. Dann machen wir so eine kleine Serpentinenfahrt. Bremsen bitte. Nö. Dort hinten knutschen sich zwei. Was macht ihr dort hinten? Konnte ich nichts für. War gelogen. Der dreht mich echt ab, das ist ein blöder. Das ist ein fieser Sack. Soll ich außenrum überholen und der. So, der Tobi geht einsammeln. Wo ist das denn hier? Das müsste irgendwo da hinten sein. Ich möchte mir die aber auch erst anschauen. Erst anschauen lassen, bitte. Da, ich hab's. Erst anschauen lassen. Ja. Die. Steh ich davor. Juhu. Was ist das denn? Ja, da ist sie. Tobi darf einsammeln. Ah. Oh. Was ist das, ein Ei? Eine Spielekonsole. Ja, eine Spielekonsole. Was denn für eine? Aufgenommen. Und okay. Wie viel Geld hast du gekriegt? 50.000. Aha, gut. Wow. So. Servus, Anja. Aber ja, die Rentner gehen jetzt auf der Piste. Peter, Dankeschön. Peter grüßt dich. Hat der Peter guten Morgen geschrieben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist mein Trecker? Na, da oben. Moment. Henneker hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis, dir auch einen wunderschönen guten Morgen und danke für den Follower. Hier kommt Tobi. Juhu. Ja doch. Und er hat eine Größe rein. Ja, dir auch einen schönen guten Morgen.
So. Mit dem Peter auch schon immer. Ich weiß nicht, ob ich ihm gesagt habe oder sonst irgendwas. Chaos in meiner Birne. So, Samweis, bitte den nächsten Hinweis. Also, das ist Tracker Transport Service 570/178. Beim 35. Schachturnier hinter dem Parkplatztor neben dem Baum. Jetzt warten wir drauf, dass wir die nächsten Anweisungen kriegen, wo das sein soll. Mal die Karte. Über Feld 7 neben Feld 10. Wo haben wir denn Feld 7, Feld 10? Aha, Feld 7, 10 bitte. Anpeilen. Feld 7, 10. Jawohl. Darf ich auch Querfelder 1? Nein, Straßenwende 1. Moin Moin vom Papa. Oben bei der 8, sagt Henrik. Bei der 8. Okay. Moin Moin Papa. Hi Papa. 7. Aha. Feld 7 anpeilen. Gut. Zum Glück kann ich nach Navi fahren. Ups, ouch. Oh, Bremsen. OP bremsen und fährt einfach weiter. Sollen wir warten oder kommt hinterher? Ja. Ihr seid alle drei. Trecker gibt ein Gas. Schloss. Deinen Garten. Zieh mal wieder an mir vorbei, wenn du kannst, damit ich wieder hinten bin. Ja, geht ja nicht. Ja, überhol doch rechts. Ich geht ja nicht, Ruppi. Wieso nicht? Ja, Ruppi macht die Schlenker. Ich mach ja, nie Schlenker. Ich hab noch nie Schlenker gemacht in meinem Leben. Kaffeekübel in Chat Live. Dankeschön. Boah. Patrick, nicht mal Blinker setzen. Ja, ich habe ja Blinker gesetzt. War aber nicht zu sehen. Ja, bei den ganzen Palaverlampen kein Wunder. Ah, da. So. Irgendwie müsste das dann... Überfeld. Ach, wo sind wir eigentlich? Erstellt einmal dahin. Auf dem Parkplatz oder was? Ja. Ordnungsgemäßes Parkieren. Ah, ich glaube, wir müssen zurück. Wir müssen zurück? Ein bisschen weiter hoch. Wir müssen zurück. Ich glaube, wir müssen zu dem schönen Haus da vorne. An einem Tor. Dann bei der Einfahrt hin. Ja, da ist das schwarze Tor. Und dahinter muss das sein. Lass mich. Kann man das Tor aufmachen? Nein. Da komme ich so nicht rüber, muss ich außen rum. Ich bin zu fett. Gefunden. Wo? Hier. Oh, hier. Da, ja, hier wo der Baum ist. Ah, da. Einmal. Okay. Auch wieder so eine Konsole, oder was? Ja, das sind alle Spielekonsolen. Und nochmal 50.000. Opi, Patrick, Willi, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Willi. Guten Morgen, Willi. So. Dann brauchen wir das nächste. Das nächste. It's Harp. Leifter. Koordinaten 583/368. Südseite Job Le Jardin de Fermier beim Spielautomaten. Bei dem Shop waren wir ja gerade. In der Ecke von Feld 8? In der Ecke von Feld 8. Da sind wir doch. Das ist da, wo ihr eben wart. Wo waren wir denn eben? Achso, eine weiter. Ja, gut. Ey. Wie geht's denn den Faultierfarmern? Den geht's gut.
Ja, mir geht's auch gut. Oh, bis der mal endlich schaltet und waltet. Ach. Und wo soll ich den Spielautomat holen? Wenn er bis... Oh! Du Trab drüber weg. Komm, komm. Ah. Oh Gott. Ja, Opi, kriegst einen neuen Schutz gleich von mir. So, wo ist hier der Spielautomat? Heißt? Boah, voll gern los. Ich hab ihn. Aber hier ist kein... Doch, hier oben drauf steht die Konsole. Auf dem Spielautomat steht die Konsole. Nö, nee, also ist er jetzt hier, ne? Ach, noch hier. Auf dem hier Spiel, nicht oben drauf, sondern da, wo das Spieleding ist. Ach, da. Am Bildschirm. Finde ich die Teile auch bei mir im Singleplayer? Ja, Anja. 50.000. Also gibt es 50.000 jedes Mal. Moment. Nummer 3 haben wir. Dann muss ich hier mal eben weiterblättern. Nummer 4. Aber was, wir haben du? Wir haben keine. Ich sehe keine Nummer 4. Doch, muss dein Blatt weiter. Ja, habe ich gemacht. Ich sehe nur 1, 2, 3 und dann habe ich ein Blatt weiter. Kann ich noch ein Blatt weiter? Oh, ja. Da ist die 4. Ach, da ist die. Pastor Souverän. Koordinaten 1231/187 im Wald links neben dem Sägewerk auf einer Torbogenruine. So, im Wald über Feld 14, ganz rechts, schreibt Samweis. Muss leider weg, Kennecke. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen. Feld 14? Über Feld 14. Ein Stück hoch über dem Feldweg fahren? Nö, fahrt mir einfach hinterher. Wem? Aber denk dann nicht zu schnell. Nee, nicht dir hinterher. Nein, nicht dem Grünen. Haben wir doch gerade. Schafft ihr es mal irgendwie, das zu behalten, was man sagt? Der Langsamste fährt vor und achtet drauf, dass wir in der Nähe bleiben. Genau. Feld 14. Letzte. Ach so. Muss leider. Also, tschüss, Kennecke. Von der Anja. Das war nach rechts, nicht nach links. Ja, Patrick ist auch Führer. Schweizer Logik. Warte? Ja, ich bin unterwegs. Ach so. Ungefähr mittig zwischen Straße, Feld 14 und Sägewerk. Momentan fahre ich noch mit 39. Also, das müsste dann da. Boah, berghoch kommt er ja gar nicht klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schweizer ist das Navi, Obi. Ja, wir haben einen Schweizer Navi. Mal gucken, wo wir ankommen. Feld 14. So, ungefähr mit zwischen Straße, Feld 14 und Sägewerk. Das müsste ja irgendwo da sein. Feld 14. Warte mal, das Mäuerchen, wo soll denn das denn sein? Ich sehe diese alte Mauer nicht. Die muss irgendwo im Wald drin sein. Deswegen stand ja was im Wald. Ungefähr mittig zwischen Straße. Ah, da muss das hier irgendwo sein, genau. Ja, laufen wir mal gucken, ne? Müsste irgendwo eine Torbogenruine sein. Mitten im Wald? Im Wald links neben dem Sägewerk. Hier ist schon mal ein Häuschen. Alter Brunnen.
Fiddles Gaming hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Rowdies, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Und danke für den Follower. Na, wo sind wir denn? Ihr müsst weiter nach Osten. Moin zusammen, wo kommt man die Koordinaten her? Die sind bei uns im... In der Slow-Gruppe. In der Slow-Gruppe auf Facebook. Und Fedel hat ein Abo da gelassen. Dankeschön, danke für dein Abo. Danke, danke, danke. Ich bin ein wenig daneben, weil wir machen gerade Schatzsuche. Moin, sind wir da zu Hause. Herbie, dir auch einen schönen guten Morgen. Hallo. Der orange Pfeil ist fast da. Orange? Patrick, du? Moment, aber wenn ich fast da bin, wenn es heißt im Wald... Guten Morgen, sehr gerne, dir auch einen schönen Morgen und Dankeschön, fast da. Oder die meinten Hotte mit seinem gelben Pfeil. Herbie, grüß dich. Herbie, ich hoffe, bei euch ist alles gut gegangen. Du, hier ist ein komisches Häuschen. Dann bin ich schon ganz am Ende. Tumult ohne Ende ist auch schmerzhaft, aber jetzt ist alles gut, aha. Hi Anja von Herbie. Keiner sagt mir was, alle suchen wie verrückt. Ja, alle sind so vertieft beim Suchen. Hier sind aber auch noch viele Bäume. Ja. So, jetzt bin ich schon wieder an der Täuschen hier. Probier's mal über die Koordinaten. 187. 187, das ist auf der Höhe. Und dann haben wir 1200, also auf der Höhe. Oder 86, 87 auf 1200. Was soll denn da in der Nähe sein? So ein Torbogen oder was? Oberhof schreibt Patrick. 187 ist weiter hier. Irgendwo hier hinten muss es sein. 186, 87. Hier hinten, wo der Patrick rumrennt, muss es sein. Ich habe einen Torbogen. Ist das die Treppe hier? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber da kann ein Stück Mauer doch sein, ja. Oben drauf. Ich hab's gefunden.
Ja, bin schon hinter dir. Lass aber die anderen erst noch hier hinkommen. Ach so. Opi hat's. Ja, dank der Koordinaten. Schade, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Ja, so, Dankeschön fürs Helfen. Ich war relativ auch nah. Ah, da. Das ist auch hotter. Wie seid ihr da hochgekommen? Ah, hier ist eine Treppe. Über die Treppe hoch. Treppe, mein Guter, Treppe. So, hey, Buddy, lass mich mal durch. Und Tom Prank hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Willkommen im Altenheim. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich hoffe, ihr habt es gefunden. Ja. So, ich bastel mir jetzt erst eine und dann können wir wieder in die Fahrzeuge hüpfen. Jo. Was haben wir denn hier? Hier noch so eine. Was? Wo soll denn das nächste sein? Im Haus Leben im Feld 5. Vertical Farming 9821. Beim Haus links neben Feld 5 auf einer alten Mauer. Feld 5. Wer hat da graue Haare? Der Patrick. Ja, warum? Ja, ich sag mal so, die sind schon mehr weiß als grau. Nicht so viele gleich stürzt ein. Ne, die sieht auch sehr stabil aus, die Mauer hier. Ja. So, also bin ich mit einem Trecker. Ich auch. Hier fehlt doch ein Fahrzeug. Wo ist das denn? Hallo? Na, hier fehlen zwei. So, da ist Hotel. Nee. Ich bin hier. Da ist schon wieder jemand vorgefahren. Hallo. Nein, ich warte auf euch. Na, wo denn? Da hinten okay. Ist der. Wir müssen nach Feld 5, ne? Mhm. Ich habe die Grundrichtung schon eingeschlagen. Ich schaue, dass ich möglichst kurze Wege fahren kann. Jungs, ihr müsst aufholen. Na, klebt doch an dein Popo. Also ich der Langsamste und komm ab. Au, 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 au. Boah, da kommt der Dickschiff da angeflogen. Ne? Ey. Ich guck gar nicht auf die Karte. Ich guck nur, wo unser Schweizerli hinfährt. Nicht schubsen von der Omi. Nein, wir würden nie schubsen, Omi. Wie die Kinder beim Schulausflug, noch viel schlimmer, Anja. Und viel schöner. Hallo Omi, mein Sonnenschein von Billy. Moin Omi von Herbie. Omi grüßt dich von Anja. Beim Haus an der alten Mauer. Und jetzt sind wir bei Feld 3. Ja, alles gut, alles gut. Autsch. Oh. Ja, sieht lustig aus von hinten. So, jetzt müsste Moin das... Omi vom Holger. Moment, ich muss schnell schauen. Wir sind bei Feld 3 und 4. Ja, ja, ich habe da nur gesehen, dass das eine Einfahrt ist zum Garagenhäuschen. Ich hoffe, es geht euch allen gut von der Omi. Ja, Omi, mir geht's gut. Omi. Hallo Omi. Patrick hat den Bomben lieb. Ja. Hallo Omi. Patrick, beim Anfahren musst du erst ein bisschen warten, damit wir auch hinterherkommen. So, Feld 5 haben wir da in der Nähe. Das ist links. Dann wäre da das Häuschen. Feld 5 bei der alten Mauer. Ein Häuschen haben wir da mal. So. Das müsste ja dann irgendwo eine alte Mauer sein. Kabels.
Ich wünsche allen einen schönen Monat, Dezember, und bleibt gesund. Piroschka wünsche ich dir auch. Schön gesund bleiben. Heißt das, dass du uns verlässt? Oder wenn ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Warte noch, bis alle hier sind, bitte. Ja. So, bin wieder weg. Willi, danke fürs Reinschauen. Lass es dir gut gehen. Schönen Tag gewünscht. Es fehlt nur noch Patrick. Nee, Paul. Ja. Ja. Ach, du bist da. Ja. Schon. Da. Ja, ich gut. Bin da. Konnte ich nicht sehen. Ich habe dann nicht in die Richtung geguckt. Alles gut. Tschüss, Willi von Anja. Hasten? Ja. So, wieder in den Träger rein. Ach komm, geh schon über die Mauer, Depp. Na, spring doch einfach. Auf der Eisenbahnbrücke nordwestlich der Getreidemühle. Wo zum Henker ist die Getreidemühle? Für Nummer 6 müsst ihr auf die Eisenbahnschiene, auf das Aquädukt. Ah ja, ist die Frage. Jetzt weißt du, warum der Lauf versprühen ist. Eine Tankstelle. Ja, wo zum Henker ist denn das Aquädukt? Also die Getreidemühle ist unten bei der 27. Genau. 27:30. Dann fahren wir mal in Richtung 27. Erstmal gucken, wo unser Führerling ist. Na, da fährt das gerade los. Halbe Strecke zwischen eurer Position und dem Ort. Aha, ja, das wäre dann die richtige. Jukadu, Rally. Ach Gott, Hilfe. Ach, wir sind schon auf dem Aquädukt. Das ist ja hier. Welches ist es denn jetzt? Nein, das müsste eine Eisenbahn sein. Ja. Und das ist die Straße. Aber dort drüben ist die Eisenbahn. Die Eisenbahn ist eigentlich hinter uns. Moment, Feld 27. Ja, da ist die Getreidemühle. Nicht Moment, über den falsch. Fluss, nicht über den Fluss. Also dann können wir da hinten. Lass uns mal hier. Nee, lass. Wo willst du hin? Richtung Feld 27. Richtung Getreidemühle wäre jetzt so. Na gut, dann müssen wir nämlich hinterher. Oder war das nicht Richtung Getreidemühle? Zurück und dann den Eisenbahnschienen folgen. Also zurück. Patrick, komm zurück. Drehen. Den Verkehr aufhalten. Guten Morgen alle zusammen. Na, habt ihr den Trecker gegründet? Ja. Zurück und dann den Eisenbahnschienen folgen. Ja, links oder nach rechts? Ja, nach links. Ja, links kann man ja den Schienen nicht folgen, außer über Stock und Stein. Ja, entweder fahren wir da lang oder wir laufen da lang. Rechts schreibt Sommers, rechts. Ich wollte nämlich gerade sagen, Richtung Getreidemühle. Richtung Ort. Jukadukadu. Die Straße hier. Ich bin mal ordentlich, warum auch nicht. Ich warte nur auf unseren Vorfahrer. Ach so, genau. Der hier ist von der Straße. Oh. Entschuldigung, hatte meine. Und vor der Brücke würde ich aussteigen. Kein Tricker, die Rollatoren werden nur immer größer. Ach so. Oh, die fahren ja da oben lang. Oh, komm ich da hoch? Oh, oh, komm, quer dich. Quäle dich! Autsch! Opi! Jetzt habe ich Tempomat drin. Ja, meiner schafft das. Meiner auch. Dann wird aber eng da vorne. Oh oh. Da hinten bleiben wir gleich stehen, nicht da oben weiterfahren. Oder ich glaube, wir werden gleich ein gemeinschaftliches Runterpurzeln machen. Okay. Vorsicht zukommt.
Du kommst! Ja, der zurückkommt. Von hinten. Da wünsche ich, weil ich die Menschen neu mag, wow! Mich hat gerade der Zug überfahren. Im gesund bleiben. Piroschka, Dankeschön. Oh, Patrick ist eigentlich mutig, hier zu stehen. Ich hab's. Du hast es, gut. Jo. Ich hab's gefunden. Schön. Hier ist es. Jo. Dankeschön, Piroschka. So, aufgenommen. Einen schönen Tag gewünscht. Jedo-Spieler? Den habe ich noch gar nicht guten Morgen gesagt. Die auch einen schönen guten Morgen. Schön geworden an den Spieler. Total Schaden, ja. Also Nummer 7. Traktor Turbo Challenge. Koordinaten 1276/692. Mein Trecker hat es ein bisschen weit geschoben. In dem kleinen Aussichtsturm links neben Feld 18. Also Feld. Ich glaube, wir machen jetzt ein. Wir stellen uns jetzt hier alle schön mit der Nase auf nach unten. So. Alle in eine Reihe. Und dann lass. Na, ey, du sollst mich nicht da anschubsen. Und dann lassen wir uns ganz langsam da runter rollen. Und tschüss. Juhu! What? Oh, der ist hängen geblieben. Autsch! Okay, also Patrick und Tobi sind auf den Räder gelandet. Potter hängt an der Mauer. Opa liegt auf der Seite. Könnte mich mal jemand anschubsen, ohne dass ich hier noch tiefer runterburze? Ja, ich komm, ja. Ja. Oh, ja. Oh. Und tschüss. Ja, Otto, und tschüss, Otto. Das hängt ja Hotte. Der Hotte hängt mit seinem Gewicht. Ich könnte mir. Na. Ich hab's. Auf den Rädern. Steht auf den ja, Rädern. ich hab's. Ein wunderschön. Ach, die auch, ein wunderschön. Also ich fahr jetzt. Wartet bitte, hier. Wartet. Ja, ja. Ah, stopp. Ja, ja. Ich im nur Ort, hier mein Gewicht abhängen. Im Ort links abbiegen und in der Weggabelung und wirklich auf den Turm. Aha. Weil ich eh gleich da lang muss. Oh, alle drei. Wer braucht schon Schreitbagger? Wofür auch? Nee, noch nicht. Stopp, Tobi hat den Server verlassen. Ja, hab's gesehen. Ich bin geflogen. Bewachen wir mal den Trecker vom Tobi. Oh, war ja einmal mit Profis. Die wirst du hier nie finden. Peter, dir auch einen schönen guten Morgen. So extrem schlecht ist ja die Navigation mal nicht. Profis? Was ist das? Ich komme gleich wieder. Jo. Mach mal schnell. Wir müssen sowieso warten, ne? Dann kann ich mir einen Kaffee holen gehen. Genau. Mach das. Mann, die lassen sich heute Zeit. Ey. Der Mann mit dem Geld hat sich abgesetzt. Jo, der hat sich vorgesetzt. Klasse. Bis gleich eben Kaffee holen. Oh Gott. Ja, da bewachen sie jetzt schön den Transporter mit dem Geld. Na komm. Doch ne.
Synchro. Synchro. Eine ulkige Sache, das Zeugs. Ja. Hab ich gar nicht gewusst. Herzlich willkommen in Altersheim. Danke für dein Follower. Abteilung Rollator, Audis. Ich habe den Stream nicht offen, da ich noch die Bildersammlung offen habe. Dann noch spielen plus navigieren. So, ich glaube, jetzt warten wir auf Obi. Ich glaube, so übel geht's ja gar nicht. Aber schade, dass die Hupen alle gleich sind, wa? Ja gut, ich bin es ja gewohnt, bergauf, bergab, im Gegensatz zu euch, die vielfach ja nur Flachland-Indianer habt. Ja. Oder seid. So bin ich wieder da. Oh, Baby. Ein Wassermarsch von der Omi, dankeschön. Erstmal Wassermarsch machen. So. Nicht hetzen. Oh, komm, wir sind schon in der Gratiszeit. Ach du Heiliger. Zwei Obi, Stunden rum. Bitte? Obi? Ja? Und einen neuen Follower haben wir. Und einen neuen Follower? Ja. Ja. Krieger Odins. Begrüßt haben wir ihn. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis und dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon bei 560 Follower. Ich werde bekloppt. Hör auf zu hupen. Wer war denn schon wieder diese Hubsocke, hä? Ich nicht. Wie hast du die Sammlinganlage angemacht? Prost. Wer hat das? Achso. Servus Zampf. Dir auch einen wunderschönen Morgen. Hallo. Patrick Potter hat gefragt, wie du deine Warnblinker angemacht hast. Zwei Leute haben Palaberlampen an. Und Truckerpate hat auch einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis, dir auch einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen von der Omi. Hallo. Moin vom Herbie. So. Wir können noch nicht losfahren. Nee, nee. Weil ich muss erstmal Kaffee trinken. Dann muss ich mir eine basteln. Dann muss ich zur Luft kommen und dann muss ich Musik machen. Truckerpate, moin, dir auch einen schönen guten Morgen. So, was haben wir denn dann? Du hör mich schlängelt rum. Doch, bis jetzt macht das richtig Spaß. Ja. Alles mit der Ruhe, ja, aber sowas von Anja. Wir haben Zeit. Auch nicht Wasser trinken von Omi? Die Omi hat. Ich hab doch Wasser getrunken, gut. Trockerpatte, moin von Herbie. Moin Trockerpatte von Omi. Ich hab doch Wasser getrunken. Hallo? Ja, hast du. Und der Herbie haut den Discord-Link rein. Dankeschön. Danke, Omi. Er war ganz brav, schreibt sie. Siehst du? So, meinetwegen dürfen wir ein bisschen... Weiter tuckern? Ein bisschen weiter tuckern. Hallo, ich will lecken. Danke. Na, wenn du dich an mein Ich glaube, ihr Gewicht steht... Halt. Doch. Ja, ich habe mein Gewicht abgemacht. Da. Ein Platten? Nein, wir haben keinen Platten.
Wir haben bloß noch eine kleine 15 nehmen. Wir haben einen Dachschaden, ja, aber kein Platten. Ihr müsst vor mir fahren. Ja. Er hat einen Blinker gesetzt, ich hab's gesehen. Den habe ich auch, ja, dann haben wir schon was gemeinsam. Dann sind wir nicht gemeinsam einsam. Nein. Schatzsuche zusammen mit den Hobbykarotten. Was machst du? Du hast eine komische Art zu parken, muss ich aber sagen. Ne? Einmal den Unterboden sauber gemacht. Ist das der bekannte Hochparkplatz? Das ist der altbekannte Unterbodenschutztest. Das müsste ja da sein. Der Turm vor euch. Soll? Ah, dann müssen wir darauf. Ein Opi schiebt von hinten. Oh, Mann. Mami, ich will hier rauf. Na also. Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Ja. Ach, Gott ist schon oben. Wo ist denn der Eingang? Du musst bestimmt auf das Auto und dann auf das Dach. Genau. Ah, hier liegt das, hab es. Ja, nicht einsammeln, du Schlumpf. Nee. Hat jemand seinen Werkzeug vergessen hier? Oh wei, oh wei, oh wei. Echt, wenn das runterfällt, du. Oh, ich komm hier nicht rauf. Würdet ihr mir jetzt, ich hab jetzt schon dreimal gefragt, wie komme ich da rauf? Na, spring? Ja, mach ich doch andauernd. Ah, jetzt habe ich es. Siehst du, ja, Musik? Da steht ein rotes Auto. Geh doch mal, du, nee, auf die Motorhaube und dann... Roll dich mal auf Seite, du dickes Ding. Da, Opi, hier liegt das. Da ist es. Wo ist der Patrick? Na, der versucht wieder hochzukommen. Jedenfalls sehe ich seinen Namen da hin und her hüpfen. Ja, das war gar nicht so einfach, darauf zu kommen. Mal. Ja, ja. Da ist er. Da hinten in der Ecke. Genau in der Ecke, genau hinter dir jetzt. Ach so, da. Ja gut. So, alle da, einsammeln. Ja. Okay. Gut. Und da ist der Zwerg. Zwerg, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Gesamtkekse. Guten Morgen, Zwerg. Gut, ich stell mich mal vor. So, was war das jetzt? Nummer 7? Nummer 8. Mechanized Agriculture. Nordteil der Getreidemühle an der westlichen Seite zwischen zwei Erkern. Jetzt zur Getreidemühle zurück. Schreibt Samweis. Zur Getreidemühle, wo war die nochmals? Feld 27 war, glaube ich. Ja. Ja, so 27 da am Wasser. Der komische Rundbogen da. Guten Morgen zusammen vom Sven. Sven, dir auch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Der Opi drängelt schon, oder? Sven, grüß dich. Nochmal guten Morgen zusammen. Zwerg, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Zwerg. Zurück zu Feld 27. Jo. Zumindest in die Richtung. Da-di-da-di-da-di-da-di. Hätte man auch jetzt links abbiegen können, glaube ich. Und wenn wir 7 mal im Kreis fahren, das ist egal. Einen guten Morgen von der Omi. An den Zwerg.
Guten Morgen alle zusammen und den Rest von Eckhart. Eckhart hier auch einen wunderschönen guten Morgen, du oller Kohlenschubser. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle? Eckhart, grüß dich von Anja. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Nee, ich hab noch gar nicht geschlafen. Ja, du warst ja auf Nachtschicht. Genau. So, Feld 27, das wäre da in der Nähe. Getreidemühle. Mhm. Da links geradeaus und dann nächste wieder links, dann bist du die Getreidemühle. Links, oh. Du bist aber rechts. Die Getreidemühle ist dann hier runter. Und die haben ja irgendwas geschrieben zwischen zwei Felder. Das wäre da runter. Und Turbofrau 64 hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Danke für den Follower und dir auch einen schönen guten Morgen. Wartet ihr auch mal auf mich, bitte? Ja, bremsen. Hottesee? Ach, Opi schiebt den Hotter an. Also hier unten ist die Getreidemühle. In irgendeinem Erker muss das sein. Zwischen zwei Erkern. Ja. Steigen wir mal aus. Wieder rennen sie los wie die Bekloppten, ey. Zwischen zwei Erkern. Suchen wir mal Erker. Hier wird kein Erker dran sitzen. Ich hab noch gar keinen. Hoffentlich sind wir überhaupt an der richtigen Stelle. Da, ich hab die Erker gefunden. Rückseite. Ja, hallo, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich schwimme doch schon. Gefunden. Und schreibt man, alle, die hier mit Guten Morgen schreiben, Dankeschön. Eckart hier, ja, dir auch einen schönen Morgen. So, wo ist, ach, da ist der Patrick, da ist der Hotte, okay, sind alle da. Hier helfen auch nur die Koordinaten, ach so. Ihr seid richtig. Haben es alle gesehen? Ja. Ja. Gut, dann darfst du aufheben. Jo. Was mit denn dein Traktor? Ich mach einfach immer ins Fahrzeug springen. Plupp, dann bist du direkt im Fahrzeug. Ja, will ich ja, aber dann. Otto ist ja bei mir nur als Lohnunternehmer eingestellt. Ach so, dann schmeißen wir raus. Der fährt sowieso den ganzen Tag nur blöde durch die Gegend. Ja, nicht wahr. Dann müssen wir jetzt mal kurz warten. Da. Ein Klammkapatsch hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Follower. Zurück über den Fluss und dann auf den Weg Richtung Osten geht links ein Weg runter. So, ich beim komme Angelplatz wieder da. Ein kleines Haus zwischen zwei Schlauchbooten. Wie viele sind es? Ich habe keine Ahnung. So, wir können wieder. Und er schläft darin den ganzen Tag. Patrick kommt angelaufen. Ja, was? Ich musste noch was klären. Warst du noch pinkeln gerade da hinten irgendwo? Nein, was Privates. Ja, da war mir schon klar. Im westlichen der beiden Burgtürme am Ende einer Treppe. Nee, das ist, Wir müssen zurück über den Fluss auf dem Weg Richtung Ort. Geht's links den Weg runter. Also zurück über den Fluss. Über den Fluss. Ja. Richtung Ortschaft. Ja. Das würde heißen, da vorne dann wieder. Da vorne, wenn du. Da vorne rechts.
Ja, dann müssen wir rechts, in Richtung Ortschaft. Genau, jetzt rechts, genau. Tobi, stell dir vor, ich weiß, wo rechts ist. Ja. Ja. Hätte sein können, dass er hinter der Brücke rechts abbiegt. Und dann den Weg rechts runter? Haben wir jetzt schon was falsch gemacht? Gerne. So lernt man die Karte kennen. Hallo Herbie, hallo Zwerg. Da rechts runter? Nee. Doch. Hier rechts runter? Ja. Ja, da unten sind die beiden Schlauchboote. Ich hab's. Juhu. Hab ihn. Wo ist der jetzt hier? Ah, da. Nein, zwischen den Boote. Ja, ja, da ist es. Haben alle gesehen. Ja, da unten. Wir haben es geschafft. Juhu. Juhu. So, was haben wir denn dann? Bäckerei im Zentrum der Sonnenterrasse. Hinten bei der Leiter. Bäckerei im Zentrum. Also müssen wir zur Bäckerei. Dann da irgendwo sein. Bekümmer. Danke, Hotte. Kein Problem. Ja, ihr müsst auf die Sonnenterrasse der Bäckerei klettern. Ist das hier die Sonnenterrasse der Bäckerei? Nee, ne? Nee. Wir haben das alle gebremst, weil Patrick gebremst hat. Kettenreaktion. Oh, hier ist die Bäckerei. Auf die Sonnenterrasse klettern, ja, klasse. Ja, warte mal. Ich stelle mich mal hin, kann ich den auf mich springen? Wir machen das noch einfacher. Vorsicht! Kommst du den Träger hoch, genau. So, bitteschön. Ich bin oben. Bis oben? Ich aber noch nicht. Na hier, Hotter hat den Träger hingestellt. Ups. Man sollte aber auch springen. Aber da ist ja keine Leiter. Doch, hier ist eine Leiter. Hier, Schabes. Ja, hier hinten in der Ecke liegt es. Ja, ich bin vorbeigehüpft. Parkgebühren prellen. Boah, machen sich alle dick hier. Gar nicht wahr? Ja, du nicht, du stehst in der Ecke. Jo, du kannst einsammeln. Okay. Die Flurschäden gehen in die Millionen. Ach Quatsch. Das bisschen an Grünkram, was wir platt gefahren haben. So, Hypercrouping. In einer Höhle unterhalb der Burg. Wo war jetzt die Burg? Ich weiß. Da oben ist die Burg, oder? Oben links. Über den Fluss. Oben links. Von uns gesehen da oben links den Berg rauf? Oder gibt es hier noch einen anderen Berg, wo eine Burg drauf sein könnte? Kann ja nur da oben sein. Ja, das ist die. Ja, wie Opi. Ich zieh mir keinen Schuh an. Nein, ich bin ganz lieb, fahr ordentlich und anständig. Burg? Das müsste ja irgendwo da oben rechts sein. Am besten macht ihr die nächsten drei zu Fuß. Okay. Schräg rechts hochlaufen nach Koordinaten gehen. Okay, wir fahren jetzt querfett ein. Und so alle euer Eierrad an sich halten. Ja, komm, 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 komm. Ja. Das ist kein Führerschaden mehr, das ist Terraforming. Oh, Patrick! Warum sind wir nicht die Straße hochgefahren? Weiß ich auch.
Wer ist denn hier eigentlich unser Fahrdingsbums? Patrick ist hier hochgefahren, ich bin hinterher gefahren. Also, wie hieß das? In einer Höhle unterhalb der Burg. Gefunden. What? Wo? Gefunden. Autsch. Ah! Ich habe aber keine Bergschuhe an, Leute. Oh. Ja, cool gemacht. Dafür sieht es aus wie eine Bergziege. Also ist das halb so wild. Mäh. Alle gesehen? Jo. Jawohl. Wie so eine Berggemse. Ein Steinbock. Das muss man eben. Ah ne, das ist noch westlich. Die beiden Burgtürme am Ende der Treppe. Aha, Burgtürme. Aber die Aussicht von da oben ist noch genial. Auf die Karte. Mehr. Ist hier oben auf der Burg auch noch eins? Burgtürme, also müssen wir hier hoch. Hier ist ein Eingang, hier ist eine Treppe, ne? Türme. Burgtürme. Was war das neben? Im westlichen der beiden Burgtürme, am Ende einer Treppe. Am Ende einer Treppe. Ich hab's. Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Oh, hier. Opi, du musst nochmal zurück. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist nur alles voll. Am Ende einer Treppe. Ja, die Treppe da oben. Ach, da oben. Da eben gucken wir hin. Boah, bist du ein dickes Ding, ne? Mach doch mal diese blöden Taschenlampen aus. Das flackert alles wie Teufel. Jupp, gesehen. Ich will hier wieder raus, Mami. Patrick steht im Wege. Patrick, willst du auch nochmal rein? Gut. Möchtest du? Auf der Burg sind noch zwei, weil die werden noch finden. Jo. Okay. Nur das Treppending haben wir, dann muss ich eine Seite weiterblättern oder eine Seite zurück. Das war 12, das ist 13. 13. Beim östlichen Teil der Burg in der mittleren Ruine hinter einem Laternenpfahl. Mhm. In der mittleren Ruine. Dann müssen wir jetzt mal die Boden rumnehmen. Das ist ein Verkehr hier. Aber wo ist die Mitte? Ja. Das Ding ist doch länglich. Gibt hier einen Mittelpunkt, einen Mittelraum? Auf jeden Fall müssen wir ich runter. Hab's. Ja, ich hab's geahnt, Alter. Wenn ihr von oben nach unten schaut, seht ihr die drei Abteile. Wo bist du denn? Bist du außenrum? Nee. Ich bin von oben den Gang entlang und dann runtergehüpft. Von dort, wo ihr wart. Tobi, du bist zu weit. Zurück, zurück. Nee, ich bin nur außerhalb. Ich muss erstmal den Eingang wiederfinden. Ah. Lecker. Angekommen. Ja, Hotte jetzt davon. Ja, genau. Juhu, da fliegt er. Ein Hotte. Ah. Tot. Der Aufwand, den ich angenommen habe, geht nach Masion. Ist es egal, ob ich den Zug miete oder ist es wichtig? Du wirst den Zug mieten müssen, sonst kriegst du die Sachen nicht eingeladen. Also, und dann musst du mit dem Zug einfach geradeaus durchfahren. Ja, und dann zeigst du dir an, verkaufen, und dann drückst du auf verkaufen, und dann ist gut. Ja. Wo bist du denn? Hm? Wo kratzt der denn rum? Ich bin jetzt gleich über euch. So, und jetzt auf die Mauer. Kaffee für alle. Prost. So, ich muss mir noch eine basteln. Das ist ja nervenaufreibend hier. Hab's. So, Moment. Das war Nummer 13. Nummer 14. Etwas westlich der Spinnerei unter einem alten Taubenschlag. Es sind 20 Module. Danke, Eckart.
Einer, das ist egal, Hauptsache mieten, ja. Vom Fahren her macht ihr am besten erst die 15, dann die 14. Die 15 wären nördlich des Fahrzeughändlers auf dem Katapult. Dann fahren wir zuerst zu 15, wenn die, wenn's Samweiser sagt. Anja, jetzt warte doch mal. Nördlich des Fahrzeughändlers. Anja, grüß dich, dankeschön. Warum hänge ich hier? Ich habe ein Problem. Welches denn? Ich hänge in der Luft. Okay. Ich hänge nicht in der Luft, ich bin nur dämlich. Zum Glück hast du das selber gesagt. Also Richtung Fahrzeughändler. Das würde heißen, da unten links, dann wieder hinunter und dann wieder irgendwo links, Richtung Feld 43, grob geschätzt. Wir fahren die alle hinterher. Oder liege ich da falsch? Ja, das werden wir merken, wenn du es... Ja, du bist... Obenrum sagt... Sunbeis, am Turm vorbei. Obenrum? Obenrum am Turm vorbei, also hier lang. Von da kamen wir doch, da oben ist doch der Parkplatz nur. Und da oben ist keine Straße? Da oben ist ja keine Straße, da hast du ja nur den Parkplatz. Opi? Anja, ich kann da nichts dafür. Am Turm rechts, an welchem Turm? Na, der hier bestimmt hier, der da. Ach, das ist ein Turm, also. Irgendwie sowas, denke ich mir mal. Also da, wo wir stehen, jetzt rechts. Rechts, rechts, rechts. Da, wo der Daumen links ist. Jetzt müssen wir noch auf unseren unheimlichen Führer warten. Oh, der ist schnell, du musst langsamer werden. So, wir müssen erstmal beschleunigen. Ja, wir kommen. Ja. Ja, und jetzt schneller als mir lieb ist. Danke. Einmal mit Profis. Und dann da oben wohl rechts. Gehe ich davon aus. Welche jetzt suchen rechts. Wir jetzt überhaupt? Die 15. Ein Katapult. Und das wird dann irgendwo da runter gehen. Hä? Wir müssen auf die 15? Nein, wir machen das Teil Nummer 15. Ach so. Ich wollte gerade sagen, bei 15, da fahren wir doch weg. Oder hin bei 15. In der 180-Grad-Kurve in den Weg rein. Bei der 180-Grad-Kurve in den Weg rein. So. Gleich das ist die 180-Grad-Kurve und dann müssen wir einfach rechts in den Weg rein, oder? Genau. Ja, und da hinten wird auch irgendwo der Katapult sein. Der drängt nämlich hier ab. Pech gehabt. Kannst du nicht einfach so stehen bleiben? Wenn mich Opi in den Nein. Du hast mich nach links abgedrängt und hast dann selber den Mast mitgenommen. So nicht. So, Katapult. Aber wo? Ach so, in dem Katapult, in dem Ding drin. Da drin. Ach so, in die Schaufel. Gesehen. Yes. In den Löffel.
In den Löffel. Ich gehe da mal hier runter. Ja, aber Patrick steht im Wege. So. Ja, immer auf die Kleinen. Ja, du bist grün, du bist froschgrün angezogen, was soll man dazu sagen? Ne? So, haben wir jetzt alle gesehen? Ja. Mhm. Hammer. Okay. So, und dann jetzt 14 oder jetzt 16? Jetzt machen wir die 14. 14, etwas westlich der Spinnerei unter einem alten Taubenschlag. Wo ist denn die Spinnerei? Also spinnen tue ich hier, also hier müssen wir aber nicht hin. Nee, das ist Getreide speichern. Opi, das habe ich gesehen, was Patrick gemacht hat. Ja, der hat versucht, mich Patrick abzudrängen. Ist jetzt von dir aus rechts gleich. Auf der Karte. Also die Straße immer rum. Du musst immer am Seil ziehen, wenn die drin stehen. Meinst du, die schießt sich dann direkt über die Map? Ups, jetzt krieg ich Schluck auf. Nicht gut. Die Straße folgen den nächsten Weg rechts, schreibt Samweis. Ich hoffe, wir folgen der richtigen Straße. Kappenhänger. Oh, Hotte, wo bist du denn? Warte bitte, stehen bleiben. Stopp. Bitte, stopp. Ich glaube, unser Hotte hat sich verabschiedet. Ja, ich weiß es nicht. Du stehst im Gebüsch und gibst Vollgas, also das sieht nicht gut aus. Ja, ist raus. Ja. Dann werden wir wieder Hotte bewachen. Hat's ihn rausgeschmissen? Mhm. Jo. Ja. So, Straße dicht machen. Unfall. Ja, Prost zusammen! Prost, Prost! Hotte hat einen Durchhänger, ja. Danke. Hotte hat es aus der Kurve getragen, vom Holger. Getragen? Der ist volles Fund in den Baum geknallt. Da war nichts mit schönem Tragen, da war nur mal mit fürchterlichen Abdrehen. Und der Vater versucht. Und danke für den Hinweis mit der Schatzsuche. Dankeschön. Jo, vielen Dank. Und da können wir noch auf zwei Karten machen, ne? Ja. Na, no. Okay, wir nicht, aber. Aber der Opi und der Patrick können es noch machen. Ja, aber ich kann auch so lange zum Suchen kann ich ja alle Mods rausnehmen und dann können wir alle auf die anderen Karten gehen. Mit einer riesen Kolonne fahren. Armer Hotte, ja, ganz schrecklich, der hat sogar zwei Arme. Was glaubst du, wie arm der ist? Oder wie war das letztens? Großes Haar, kleine Orte? Mhm. Orte ist bereit. Wenn der Server mitspielt, ja. Omi. Bin immer weg. Schönen Tag euch. Enna, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis heute Abend. Ebenso einen schönen Tag. Hotte hat sich das Katapult so genau angeschaut, ist direkt rausgeflogen. Wie ging das jetzt bei dem nächsten rechts? Die Straße folgen den nächsten Weg rechts. Das wäre ja dieser da. Ja, das wäre dieser da. Ja. Schönen Tag, Enna, von der Omi. Tschüss, bis demnächst. Was Anja. War das? Nummer 14, etwas westlich der Spinnerei unter einem alten Taubenschlag. Taubenschlag.
wäre das da? Man weiß es nicht. Könnte die Spinnerei irgendwie? Ende bis abends. Aber wir haben hier so Parkplätze. Warum benutzen wir die denn nicht? Was haben wir? Wir haben hier Parkplätze. Ja, Parkplätze. Ich gehe auf den Parkplatz. Parkplätze kann auch jeder. Moment, aber da scheint es nicht zu sein. Ich gehe in Tomschau, sehe nur einen Spielplatz. Müssen wir die Straße noch ein Stück höher? Die Spinnerei ist noch was rechts. Aha. Ja, ja, die noch ein Stück höher. Ah, noch etwas höher hoch. Okay. Ja. Wo habt ihr die Beschreibung her, wo die Schätze liegen? Zuerst mal sagt man einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag, wenn man irgendwo reinkommt. Ich wünsche dir zumindest einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die habe ich gerade selber erst bekommen. Ich weiß nicht, wo die her ist. Keine Ahnung. Die scheint aus irgendeinem Magazin zu sein. Aus einem Heft. Wenn ich die Bilder so interpretiere. Die müsste aus einer Zeitung sein, ja. Aber aus welcher weiß ich nicht. Vielleicht aus der Stark? Gab es nicht so ein LS22 Heft? Ja, ich meine ja. Das kann sein. Eben. Und ich denke, das muss da aus diesem Heft sein. Guten Morgen, MH. Aus dem Sonderheft zu LS22 von der Game Crew. Ach so. Okay. Ja, das GameStar Sonderheft. Die schwärmen hier alle aus wie die Wilden. Entschuldige, selbstverständlich einen wunderschönen guten Morgen. Dankeschön. Ja. Dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hüpfe, eile hüpfe. Ich hab's ja, auch. Immer mit der Ruhe. Wo? Da ist ja der alte. Da, wo jetzt heute stand. Ach, da. Jawohl, hab's gesehen. Kannst du aufnehmen. Wieder eine Trick. Was haben wir denn dann? Da benutzt du mal einmal ein Parkfeld und dann wirst du noch zugeparkt. Toll. No. Also, das war Nummer 15. Nee, Nummer 14. 15 haben wir. Genau, jetzt kommt Nummer 16. 16. Bei der Olivenplantage nordöstlich des Fahrzeughändlers an einem Olivenbaum. Also müssen wir... Die lag unter dem großen Stein, bei einer großen Eiche am Osten und wieder auf die Hauptstraße zurück und rechts nach der großen Kurve wieder rechts. Hauptstraße zurück rechts. Nach der großen Kurve wieder rechts. Sam weiß das Goldblatt. Au! Autsch! Und das alles live? Ja, dann kannst du aber jetzt nicht sagen, dass ich da wieder war, ne? Nee. Guten Morgen von DJ Carsten, die auch einen wunderschönen Mimimi Mittwochmorgen. Hallo. Guten Morgen. Oh Mann, ey. Da wird man einfach von hinten angerempelt und angeschubst und ange... Das andere Wort sage ich jetzt nicht. Angebieselt auf jeden Fall nicht. Nee, aber ange... Nee, rechts. Pum. Wie drängelt er dann schön hinten? Ja, ne? Deswegen fahr ich auch schön hinter ihm. Nee, du sollst aber vor mir fahren, damit ich euch alle im Bild hab. Ja. So, in der großen Kurve wieder recht. Angedingst, ja. Fürchterlich angedingst. Da. Siehst du die Raudis da vorne? Immer dasselbe mit denen, ne? Patrick! Ja, bitte? Bremsscheiben sind runter, Bremsblätter sind runter, also. Ja, du bist einfach zu langsam. Nein, ich bin nicht zu langsam. Echt, oder? Wir sind hier in der Kurve. Wir sind eigentlich schon raus aus der Kurve.
Ich schau, ob ich da überhaupt eine Olivenplantage sehe. Ich glaube, hier oben. Die ist hier oben. Na, dann lassen wir die Plantage hier stehen. Aua. Wo soll die sein? An irgendeinem Baum. An einem Baumhauswand. Baumhauswand. Nee, an einem Olivenbaum. Ich hab sie gesehen, ja. Wat? Ja. Gut. Alles klar. So, das war 16, Nummer 17. Etwa in der Mitte zwischen Bäckerei und Käserei bei der Plattform hinter einer Bank. Ah, das geht wieder Richtung Dorf. Ach nee, Patrick, oh, wieso? Furchtbar immer diese wilden Kinder. Schlimm, ne? Alle da? Alle bereit? Jo. Let's go. Ach, das ist ein schöner Ausflug. Zwischen Bäckerei und Käserei. Das würde heißen, die Käserei müsste zuerst kommen. Stehen bleiben bitte. Sorry. What? So, weiter. Da vorne ist die Bäckerei. Zwischen Bäckerei und Käserei. Bei der Plattform hinter einer Bank. Das ist die Bäckerei. Wo ist die Käserei? Ein bisschen zu weit am Flussufer. Am Flussufer. Dann müsste der hier sein. Hinter einer Bank mit einer Mauer. Hab's. Da unten steht der OP. So. Wo steht denn der OP? OP. Ja, lass mir los hier. Ah. Jo. Alles klar. Gesehen. Seid ihr sicher, dass ihr nicht bei Hannover wohnt? Die Fahrweise sehe ich jeden Morgen mit Rollatoren im Supermarkt? Nein, wohnen wir nicht. Außerdem haben wir extra Rollatoren, wir dürfen das. So, bei der Getreidemühle auf die Insel gehen, am Ende des Pfades neben dem Telefon. Wie wär's mir? Was macht ihr da wieder für ein Rudelgerammel? Getreidemühle, wo war die nochmals? Die müssen wir da zurück und dann über die Brücke rüber. Genau, erstmal geradeaus.
Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, da sagt meine Bremsschlösser sind runter. Fahrt bis zur nächsten Brücke und springt dann runter auf die Insel. Jetzt fährt er rückwärts. So, anstelle von 39 geht's auch mit 20. Ich sehe euch alle drei. Ah. Herrlich. Herrlich. Wie hieß auf die Brücke links? Warte mal, wenn man geht. Das böse schwarze Ding hat mich gerade rumgedreht. Wir sollen auf die nächste Brücke fahren und dann runterspringen, auf die Insel. Also zwischen die zwei Brücken. Oder wie? Also hier ist keine runter, keine. Achso, das hier ist nur. Ne, das ist doch nicht die Insel, oder? Ganz am Ende von diesem Wanderweg. Ja, ja. Okay, Patrick, da. Dann geh mal bitte wandern. Trecker hier stehen lassen. Soll besser ist. Und wenn ihr alle da lang fährt? Ganz am Ende vom Wanderweg. Ja, andere Seite war ja auch noch am Weg, deswegen. Wo sind die denn? An einem Telefon. Telefon? Wo gibt's denn hier ein Telefon? Hui. Unter einer Brücke. Da ist ein Telefon? Nein, am Telefon. Telefon. Unhöflich, Fußgänger grüßen nicht mal. Nee. Schlimm, ne? Denk mal. Wo zum Henker ist hier ein Telefon? Ja, warten wir nicht auf. Ah doch, da ist es ja ein riesengroßes. Oh. Ja, wo soll das denn sein? Oder? Nein, liegt doch hier. Wo? Wo denn? Na da, gucke ich genau drauf zu. Da links in der Ecke. Ach da. Oder? Nö. Das war so eine komische Figur, denke ich mal. Hier liegt es, hier. Umdrehen hinter der Bank. Ach, hinter der Bank. Hä? Was, Patrick? Hä? Ich habe es gesehen, die Schande. Ach, da. Ah, hier. Ach, da. Okay. Gut. Gut. Schon wieder. So, Nummer 19. Am Ende der Landzunge neben einem Baum. An der Landzunge? Hm. Erstmal zur Brücke wieder fahren auf die Straße. Am Ende der Landzunge neben einem Baum. Auf der anderen Seite vom Flusssee. Zwischen Feld 30 und 32. Zwischen Feld 30 und 32, ja. Dann müssen wir hier lang. Na gut, ich folge mal Opa. Patrick, wo bist du? Du stehst noch auf der Brücke. Ja. Der Brücke.
Da kommt man nicht rüber, Opa. Mal wieder an die Getreidemühle. Der muss ja gleich hier am Ende sein. Rechts vom Nebenfeld 32, dann bin ich ja verkehrt. Oh, warum, Fernfall. Warum fahrt ihr Deppen mir, mir auch nach? Ja, wie war immer, ich hoffe, dass du mal richtig bist. Wartest du da vorne bitte? Ich bin am Warten. Schon seit deinem halben Jahr. Auf was denn? Wer fährt einen grünen Trecker? Ich? Ja, warten bitte. Steh doch hier. Boah, der war frech. Steh doch hier. Ob der sich im Auto erschrocken hat, bist du jetzt wirklich hier weiter geradeaus? Weiß ich nicht. Aber hier fehlt doch jemand, oder? Ach nee, ja, da vorne. Ach, da vorne. Der ist ja noch weiter vorne gewesen. Der Schweizer. Ja, irgendwo bei Feld 32 und 30. Jetzt gibt es die Variante. Moment. Luftibus, ja, dir auch einen schönen guten Morgen. Da am See auf der Landzunge. Die kleine Landzunge oder die große Landzunge? Moment. Der Landzunge neben deinem Baum. Aha, da müssen wir da hinten lang. Die große Landzunge, sagt Zambeis. Und dann müssen wir jetzt gleich eine Runde schwimmen. Große Landzunge, das wäre ja... Ja, auf der anderen Seite. Ja, dann gehen wir jetzt eine Runde schwimmen. Plups. Neben einem Baum. Gefunden. Jo, gefunden. Ich schwimme. Hallo, Anja von Luftibus. Ich schwimme, ich schwimme. Schwimme, schwimme, schwimme. Jo. Ein bisschen habe ich Angst so ab und zu, ne? Aber nur ein bisschen. Jo, und dann haben wir. Das Nummer 20 im Wald, östlich von Feld 47 auf dem Felsen. Feld 47, wo war das denn? Ich weiß wodurch, ich weiß wohin. Ich weiß wohin. Na, warte mal dann. Wo ist der denn? Genau in die Richtung. Der ist schon wieder meilenweit weg. Nee, der war ja. Der ist ja fast rumgefahren mit seinem Träger. Ich bin nur etwas weiter gefahren als ihr. Meilenweit entfernt. Ja, meilenweit entfernt. Nee, ich fahre mit Sinn. Unsinn? Keine Ahnung. Oder sowas. Aber hauptsache Sinn, ne? Macht das überhaupt Sinn? Keine Ahnung. Sinn befreit, ja. L47 Felsen. Auf dem Felsen. Felsen haben wir da oben. Dann müsste das irgendwo, das sieht mir aber nach Wald aus. Oh, ich wurde schon. Obi, guten Morgen vom Kiwi. Kiwi, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Kiwi. Morgen.
Ich bin versehentlich mit dem Pferd an den Fluss geritten. Jetzt ist es ein Flusspferd. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Pferd wieder aus dem Wasser bekomme. Ich glaube, die spawnen nach einer Zeit wieder im Stall. Glaub ich zumindest. Warte, da bin ich erst im Fuß noch schneller. Ist er Hotte? Ist er Opa hin? Ja. Oh, warte. Und Plumps. Hat Plumps gemacht. Ja, Treckermüde. Aber ist Kai, suche, wo man Baumwolle abgeben kann. Dir auch einen schönen guten Morgen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe Baumwolle noch nie gehabt. Habt ihr schon mal gefunden? Nee. Nee. Also ich bin jetzt hier am Wald. Dann ist das am Waldrand? Nach dem Foto zu beurteilen, scheint es eher etwas dichterer Wald zu sein und das muss irgendein Felsbrocken sein, der da liegt. Wie so ein großer Stein und dort auf diesem Element müsste das sein. Also wir sind hier am Kartenende, also wir kommen hier nicht mehr weiter. Also weiter nach oben, sag jetzt mal. Ein größeres Waldstück. Also Hotte ist ja schon in so einem größeren Waldstück. Ich habe es. Ja, bin auf dem Weg. Ich habe es. Hallo? Ja. Moment. Ach da, in der Kuhle versinkt. Ah. Ja, jetzt warten wir nur noch auf die anderen zwei. Genau. Naja, ich weiß. Immer muss man auf euch warten. Klar. Das habt ihr schon verstanden. Ne? Also Opi sägt Opis Namen sehe ich schon. Ja. Aber Opi braucht aber so lange. Danke. Ach so, da. Eigentlich ist es doch Kevin mit dem Nagel im Knie. Bei welchem Feld ist die Spinnerei? Jakimfeld, also na okay, man kann sagen, zwischen Feld 21 und Händler oder 34. Da kommt der mit kommt mit dem Trecker hier angefahren. Oh, Patti. Ja, ich hatte da oben. Nee, ich bin irgendwie zu Fuß festgehangen. Ich kam nicht 2 Meter nach vorne, 2 Meter nach hinten. Ansonsten ging gar nichts. Und dann nimmt man halt den Trecker. Ja, aber bestimmt am Ende war es. Ich muss mir noch eine basteln. In der Kuhle drin. Siehst du das? Da, in der Kuhle. Ja, alles klar. Hab's. Okay, danke, okay. Bitte. Sehr schön. Ja. Okay, die jungen Hüpfer, die haben gut reden. Ja, die scheuchen mich in den tiefsten Wald. Und sagen dann noch, der ist immer so langsam. Klasse. So. Und ich habe gerade festgestellt, unser Patrick ist ja mal stinkend faul. Der fährt mit dem Trecker bis hierhin. Na, ihm tun die Füße von das ganze Laufen weh. Ja, genau. Nee. Ich mache nur eine Testfahrt, ob der Trecker waldtauglich ist. Ach so. Okay. Wenn ihr alle 20 Module eingesammelt habt, habt ihr 1 Million Euro und ein Achievement erreicht. Also muss ich dann alles nochmal auf der Single Map selber machen. Oh. Viel Spaß. Gebt mal laut, ob Baumwolle bei der Spinnerei richtig ist. Haben wir jetzt alle? Ja. 20 Stück und 1 Million und irgendwo, glaube ich, bei den Erfolgen oder sowas müsste was drin sein. Ja, aber das kriegen wir ja nicht alle. Glaube ich nicht. Nee, das hat jetzt wahrscheinlich Tobi. So, wir haben... Wie viele Millionen haben wir? 1.135.379. Nee,
Da muss ja das dir gehört haben. Wir können wenn ihr alles eingesammelt habt, gibt es 1 Million. 1 Million. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Höfe haben wir. Durch 8 teilen und die kannst du ja jedem Hof die Summe überweisen. Jupp. Ob ihr einen schönen Nachmittag und einen guten Appetit bis heute Abend. Herbie dir auch einen schönen Nachmittag. Es gibt jeden 125.000. Oder so, ja. Ob ihr einen schönen Nachmittag und einen schönen guten Appetit bis heute Abend. Herbie dir auch einen schönen Mittag, dir und deiner Frau. Lasst es euch schmecken. Bis heute Abend. Einer fehlt doch noch, oder? Nein. Oder? Warte. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achte. Wir haben 8 Höfe. Ja, er meint, ein Modul fehlt noch. Oh. Also ich habe eigentlich 20. Ne, 20. Also das, dann ist gut. Wenn ihr alle 20 Module, ja, 20 Module und 1 Million, das passt doch. Ja. Ja. Können wir später. 20. Dann kannst du Geld verschicken. Jo. Gibt es jedem 125.000 glatt. Dann hat jeder was davon. Das ist gut. Aber dann wird es noch lustig, dass auf den 2 oder 3 Karten. Ja. Ja, vor allen Dingen brauchen wir noch die anderen Karten dafür. Können wir es dann machen, wenn wir. Ja. Anja, dankeschön. Bitteschön. Herbie, ganz viele Fleischständchen und Daumen hoch. Ja, es war eine gelungene Rallye. Und wir haben auch 3 Stunden voll. Ihr wisst, was das heißt. Mit kleineren oder mit größeren Hindernissen. Wo sind die denn schon alle hin? Sind schon wieder alle weg? Ah ne, da unten stehen sie. Lass uns mal da unten hin. Dann mache ich von da aus die Absage hier. Das Feierabend-Dingsbums. Jo. Also Ellagrad hat nur 12, aber Amerika 100. Ja, da haben wir was zu tun. Oh, Elm Creek hat 100? Mhm. Boah, shit. Und dann mit allem Mann 100 Positionen anfahren, das wird bestimmt mehr als ein Stream. Und die Tore schließen heute bis heute Abend. Jawohl, wir machen jetzt Feierabend. Opi, ist bei dir jetzt angekommen? Kannst du mal gucken? Ich habe 125.000 gekriegt, ja. Okay. Mache ich ein Sonderangebot, 1 Mille für einen aufblasbaren Trecker. Papa, hast du irgendwie in einem falschen Bett gelegen oder Kaberdose zu tief reingeguckt? Elmquid hat ich noch nicht installiert. Ach so. Vielen Dank für das Geld. Bitte. So. Meine lieben Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Mein Magen knurrt, hervorragend. Danke an den Chat fürs fleißige Mitmachen und ganz, 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 ganz großen Dank an Sambais. Danke, danke, danke. Bis später. Bis heute Abend. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Mittag. Lasst es euch gut gehen. Ach ja, danke noch an die ganzen neuen Follower. Und danke an die edlen Spender. Dankeschön. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Wir sind damit raus. Und tschüss.